Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt Nummer 7, die vereinbarte Debatte zu den 6 Nachhaltigkeitsprinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist eine sehr lange Debatte. Es sind 180 Minuten zur Aussprache vorgesehen. Und ich bitte Sie beim Plätzewechseln, sich ein wenig zu beeilen. Ich will aber auf eines hinweisen. Wir haben hier sehr viele Rednerinnen und Redner, genau gesagt 51. Und einige davon, relativ viele davon, haben sehr kurze Redezeiten. Ich werde sehr genau auf die Einhaltung dieser Redezeiten achten. Und ich werde auch nicht permanente Zwischenfragen von Menschen zulassen, die auf der Redeliste stehen. Das heißt nicht, ich lasse gar keine zu, aber ich werde mir das sehr genau anschauen. Bei so vielen Rednerinnen und Rednern wird es eine gewisse Herausforderung, dass wir eine konzentrierte Debatte führen können. Und das wird unser gemeinsames Bemühen sein. So, und wenn sich jetzt alle auch so in der Mitte gesetzt haben, wo es so ein zwischenampeliges Konglomerat von Menschen gibt, die da noch stehen, das wäre schön. So, herzlichen Dank. Dann gebe ich das Wort für die Bundesregierung der Bundesministerin Steffi Lemke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debattenfolge in unserem Parlament verlangt ja manchmal abrupte Themenwechsel. Aber ich möchte eingangs die Bemerkung machen, dass mir das heute angesichts der Lage in Israel und angesichts der Katastrophe, die sich für viele Menschen dort abgespielt hat und noch abspielt, tatsächlich schwerfällt. Dennoch ist es wichtig und richtig, dass wir über Nachhaltigkeit im Deutschen Bundestag in dieser Woche diskutieren und auch ein besonderes Debattenformat dafür im Parlament gewählt haben. Denn Nachhaltigkeit ist ja häufig auch der Spiegel von Chancen, aber eben auch von Grenzen internationaler Diplomatie. Das wissen alle diejenigen, die auf der Nachhaltigkeitsebene verschiedene internationale Abkommen schon besprochen oder verhandelt haben. Sie alle kennen die Geschichte des Begriffes der Nachhaltigkeit, der ja manchmal etwas sperrig ist, manchmal schwer zu erklären ist, wenn man als Bundestagsabgeordneter spricht, und dass er aus der Forstwirtschaft kommt, dass er quasi aus der Beobachtung der Natur entstammt. Das möchte ich heute noch einmal in unsere Erinnerung rufen. Das heißt, die Förster, die Waldarbeiter, die die Vorgänge im Wald betrachtet haben, um festzustellen, wie man in einer Wirtschaftsweise, die über viele Jahrzehnte ja erst einen Ertrag abwirft, tatsächlich nachhaltig wirtschaften kann. Das ist wichtig, denn es gibt uns Fingerzeige für das, was wir in dieser Zeit tun sollten. Jeder, der die Entwicklung im Wald momentan verfolgt, sprich beobachtet, die Natur im Wald beobachtet, weiß, dass wir ein Riesenproblem haben und dass dieses Problem in Zukunft noch größer werden wird. Wir haben bereits jetzt verdorrte Wälder. Wir haben bereits jetzt ratlose Förster, die nicht mehr wissen, wie sie der Schäden Herr werden sollen, was sie in Zukunft in dem deutschen Wald an Baumarten tatsächlich auswählen sollen. Und wir brauchen andererseits Wälder, wir brauchen Moore, wir brauchen renaturierte Auen, um uns zu schützen vor den Folgen der Klimakrise. Genau deshalb hat das Bundesumweltministerium und habe ich das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz ins Leben gerufen. Wir werden hier mit 4 Milliarden Euro in den nächsten Jahren eben Auen renaturieren, alte Wälder schützen und Moore wieder vernässen. All das, um CO2 in den Ökosystemen einzuspeichern, also einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und dabei auch uns vorzubereiten auf die Folge der Klimakrise. Wir hatten vor 2 Wochen die UN-Nachhaltigkeitskonferenz, also die Halbzeitbilanz für die globalen Nachhaltigkeitsziele, die SDGs.
Und Sie alle hier wissen, dass das nicht gut ist, diese Bilanz, dass diese Halbzeitbilanz ziemlich mies ausfällt, keines der Ziele auf einem wirklich guten Pfad ist und die Vereinten Nationen alle Mitgliedstaaten aufgerufen haben, ihre Anstrengungen zu verstärken. Genau das tun wir in Deutschland. Die Bundesregierung handelt mit dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, mit dem Klimaanpassungsgesetz, mit unserer Wasserstrategie und auch mit dem UN-Hochseeschutzabkommen hat es einen wirklichen Durchbruch für globalen Naturschutz in den letzten Monaten gegeben. Und ich will dem noch eines hinzufügen. Wir haben in der letzten Woche in Bonn das globale Chemikalienabkommen verhandelt und erfolgreich abgeschlossen. Ein Thema, das ja häufig auch ein bisschen unter dem Radar durchfliegt, obwohl es so viel mit dem Schutz unserer Bevölkerung, mit Arbeitenden im Betrieb vor gefährlichen Chemikalien zu tun hat. Also es geht dabei nicht nur um die Umwelt, sondern in allererster Linie um den Schutz unserer Bevölkerung. Deshalb sehr gut, dass wir auch dieses Abkommen hinbekommen haben. Wir brauchen für das Umsetzen der Nachhaltigkeitsziele die Akzeptanz in der Gesellschaft, in der Bevölkerung und solche Umweltvorhaben, die sich mit dem Schutz unserer Bevölkerung ganz intensiv befasst, helfen uns dabei sehr. Herzlichen Dank. Ich wünsche der Debatte viel Erfolg. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Steffen Bilger das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heutige Debatte zur Nachhaltigkeit haben wir gemeinsam vereinbart. Und dieses Format bringt sicherlich auch mit sich, dass die eigentlich übliche Debattenstruktur Regierung gegen Opposition auch ein wenig zur Seite gestellt werden kann. Ich habe die Konsensorientierung in unserem Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung immer als sehr wohltuend empfunden, vielleicht auch, weil sie sich ja doch sehr von den anderen Abläufen, die wir hier so gewohnt sind, unterscheidet. Wenn wir alle hier gefragt werden würden, ob wir für Nachhaltigkeit sind, dann wird wahrscheinlich keiner widersprechen. Und das Spannende in der politischen und gesellschaftlichen Debatte ist ja, dass es ganz unterschiedliche Interpretationen von Nachhaltigkeit geben wird. Bei einem sind wir uns aber sicher einig. Viele Fragen, die uns beim Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sind viel größer als die Dauer einer Legislaturperiode. Und die Politik wird keine tragfähigen, wirtschaftlich machbaren, sozialverträglichen Antworten auf Generationenaufgaben wie die Bekämpfung von Armut und Hunger in der Welt oder den Klimaschutz geben können, wenn jeder nur auf den nächsten Wahltag schielt. Ich kann für meine Fraktion jedenfalls festhalten, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir dieser Verpflichtung jederzeit gerecht werden wollen. Nachhaltigkeit bedeutet für uns etwas Umfassendes. Immer die kommenden Generationen im Blick, dabei die Umwelt und das Klima schützen, die Wirtschaft stärken sowie Arbeit und Wohlstand schaffen und das alles gleichzeitig und gleichermaßen. Und genau deshalb muss ich trotz aller einigenden Bekenntnisse, die wir heute sicherlich noch hören werden, der Regierung schon auch den Spiegel vorhalten. Denn sie wird genau diesem Anspruch eines umfassenden Verständnisses von Nachhaltigkeit nicht gerecht. Weder beim Klimaschutz noch bei den Staatsfinanzen oder unserem sozialen Sicherungssystem, den großen Fragen, die die Zukunft der jungen Generation maßgeblich bestimmen werden, handelt diese Bundesregierung nachhaltig. Ihre Haushaltspolitik geht zulasten der Jüngeren. Das ist nicht nachhaltig, meine Damen und Herren. Und wer in der aktuellen Lage freiwillig auf CO2-Einsparungen durch Kernkraftwerke verzichtet, lieber die Kohlewinterreserve wieder anschmeißt, der handelt nicht nachhaltig. Kein Wunder, so wie wir die Regierung erleben, die Ampelkoalition in den meisten Fragen zerstritten, keine gemeinsame Richtung findet, kann auch kein ausgewogenes Nachhaltigkeitskonzept verfolgen. Ich würde mir wünschen, dass Sie bei der Suche nach Lösungen offener wären für mehr Nachhaltigkeit durch Technologie und durch Innovation. Alte reflexhafte Denkmuster behindern und verhindern dies. Wir sprechen beispielsweise ja gleich noch über das Thema der Kohlenstoffspeicherung als Chance für den Klimaschutz und bestimmt auch über ihre internen Konflikte dabei. Ein anderes Beispiel. Die EU-Kommission macht einen, wie ich meine, sehr vernünftigen Vorschlag zu neuen Züchtungsmethoden, die helfen, nachhaltiger zu wirtschaften und besser mit veränderten Klimabedingungen zurechtzukommen. Die SPD-Entwicklungsministerin kommentiert dies mit, ich zitiere, die Gentechnik hat in ihrer Geschichte noch keinen wesentlichen Beitrag zur Ernährungssicherung geleistet. Ihr gesellschaftlicher Nutzen wird in der Theorie oft behauptet, aber in der Praxis zielt die Gentechnik auf Patente und Profite. Zitat Ende.
Kein Wort zu den Chancen für einen reduzierten Einsatz von Pflanzenschutz, für einen klimaresistenten Anbau von Nahrungsmitteln, für weniger Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Eine solche Aussage, die nur an Ängste appelliert, anstatt dem wissenschaftlichen Rat zu folgen, gefährdet mehr Nachhaltigkeit durch Innovation. Und natürlich ist es der Job der Bundesumweltministerin, die Belange des Umweltschutzes besonders zu betonen. Aber das darf nie isoliert und losgelöst von den wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Folgen passieren. Mit ihrer Hardliner-Position bei den sogenannten PFAS-Chemikalien und dem Einsatz für ein möglichst umfassendes Verbot auf EU-Ebene drohen ganz erhebliche Nachteile. Für die Medizintechnik, für die Halbleiterindustrie, für den Umbau unserer Energieversorgung hin zu den Erneuerbaren und unserer Industrie zu einem nachhaltigeren Wirtschaften. Wir sind sehr für Vorsorge und Risikominimierung, aber eben auch für eine sachliche Abwägung von Risiken und Nutzen. Und dieses Abwägen lassen Sie immer wieder vermissen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Appell ist klar. Lassen Sie uns für eine nachhaltige Entwicklung den Blick öffnen. Lassen Sie uns offen diskutieren und abwägen, statt einseitige, ideologisch verengte Debatten zu führen, wie dies diese Regierungskoalition leider viel zu oft tut. Lassen wir Wissenschaftlichkeit nicht nur dann zu, wenn es in die eigene grüne Agenda passt, sondern auch dann, wenn es um den Einsatz von Technologie, insbesondere neuer Technologien, geht. Wirklich langfristig, tragfähig sind Entscheidungen jedenfalls nur dann, wenn sie wirtschaftlich, sozial und ökologisch gleichermaßen vertretbar sind. Für diesen Ausgleich stehen wir. Nur solche Ansätze bringen uns bei der Nachhaltigkeit auch tatsächlich weiter. Und dafür möchte ich heute ausdrücklich werben. Für die Bundesregierung hat das Wort die parlamentarische Staatssekretärin Bärbel Kofler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, bei dieser wichtigen Debatte internationale Aspekte der Entwicklungszusammenarbeit einbringen zu können. Die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze hat hier im Bundestag vor einigen Wochen über eine ernüchternde Halbzeitbilanz der Agenda 2030 gesprochen. Es ist klar, wenn wir als internationale Gemeinschaft so weitermachen wie bisher, werden wir keines der 17 Nachhaltigkeitsziele erreichen. Wir haben uns als Weltgemeinschaft aufgemacht, den Hunger zu bekämpfen nachhaltig, Klimaschutz voranzubringen, faire Arbeitsbedingungen voranzubringen und das alles in einem Dreiklang von Ökologie, Wirtschaft und Sozialem. Wenn wir diese Aufholjagd, die dringend nötig ist, jetzt angehen wollen, müssen wir sehen, welche Hebel können wir nutzen, um hier verstärkt zu arbeiten. Ungleichheit bekämpfen ist eines dieser Hebel. Mehr Investitionen tätigen, ein zweiter, und das Thema Geschlechtergerechtigkeit voranbringen, ein dritter wesentlicher Hebel, um die 17 Nachhaltigkeitsziele doch noch erreichen zu können. Und lassen Sie mich das an einem Beispiel aus der Landwirtschaft und der Frage der Ernährungssicherheit deutlich machen. Denn das ist ein Bereich, in dem die Ungleichheit riesig ist, der Investitionsbedarf für nachhaltige Entwicklung enorm und in dem wir konkret als deutsche Entwicklungspolitik fördern und unterstützen. Die Ungleichheit in diesem Bereich ist riesig. Im letzten Jahr hungerten mehr als 730 Millionen Menschen auf diesem Planeten. Das ist fast jeder zehnte Mensch. Frauen und Mädchen machen davon den größten Anteil aus. 60% der Menschen, die an Hunger leiden, sind Frauen und Mädchen. Grund dafür ist oftmals die strukturelle Benachteiligung von Frauen. Weniger als 20% der Landbesitzer weltweit sind Frauen, aber 60% derer, die im Land arbeiten, sind Frauen. Diese strukturelle Benachteiligung trägt zu einer Verfestigung von Hungersituationen und zu schlechten Produktionsmöglichkeiten bei. Es geht in diesem Bereich aber auch um Investitionen, denn fast ein Drittel der Lebensmittel auf dem Weg zwischen Acker und Teller gehen verloren. Probleme liegen in der Frage der Lagerung, im Transport, aber auch auf der Art und Weise, wie diese Nahrungsmittel produziert werden.
All das ist beileibe nicht nachhaltig. Und es geht natürlich darum, was können wir tun, konkret tun, auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, um Nachhaltigkeit, wie wir sie auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgelegt haben, zu fördern und zu befördern. Es geht eben um die drei Komponenten wirtschaftliche, ökologische und soziale Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Ich nenne ein Beispiel, das Investitionen voranbringen, wie wichtig Investitionen im ländlichen Bereich sind. Ich war im letzten Jahr in Sambia und habe gesehen, unter welch schwierigen Bedingungen dort Menschen in ihren Dörfern Produkte anbauen. Wenn wir investieren, und das tun wir mit der Entwicklungszusammenarbeit, um die Mechanisierung der Landwirtschaft in diesen Regionen voranzubringen, dann dienen wir den Menschen, weil es bessere Arbeitsbedingungen und bessere Nahrungsmittel gibt. Es hilft aber auch der Frage der Nachhaltigkeit und der Menge der produzierten Nahrungsmittel als solches. Wir tun es auch, wenn wir uns genau anschauen, unter welchen Bedingungen arbeiten Menschen, produzieren Menschen und verkaufen ihre Produkte. Es geht also in der Entwicklungszusammenarbeit, auch in der Landwirtschaft, um die Frage existenzsichernder Einkommen für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Auch das ist ein wesentlicher Bestandteil, wie wir zu mehr Nachhaltigkeit in der Produktion beitragen können. Ich nenne auch hier ein Beispiel. An der Côte d'Ivoire unterstützen wir kleinbäuerliche Kakaoproduzenten und Produzentinnen darin, ihre Anbaupraktiken zu professionalisieren und somit auch zu besseren Einkommen und besseren Strukturen vor Ort zu kommen. Und es geht darum, Frauen, ich habe es angesprochen vorher, in den Mittelpunkt unserer Bemühungen zu stellen. Ernährungssicherheit in vielen Familien und Gemeinden kann nur verbessert werden, wenn Frauen den gleichen Zugang zu Ressourcen im ländlichen Raum haben wie Männer. Eine Studie der FAO belegt eindeutig, dass die Erträge gesteigert werden könnten um bis zu 30%. Um bis zu 30%, wenn Ressourcen im ländlichen Raum auch in die Hände von Frauen im gleichen Maße wie in die Hände von Männern gelegt würde. All diese Themen unterstützen wir im Rahmen unserer bilateralen Zusammenarbeit. Wir tun es aber auch auf multilateraler Ebene, auf internationaler Ebene. Und diese Themen sind oben, ganz oben auf unserer Agenda, zum Beispiel im Bündnis für globale Ernährungssicherheit, das Bundesministerin Schulze während der deutschen G7-Präsidentschaft gemeinsam mit der Weltbank initiiert hat. Es geht um die Bündelung von Expertisen und Ressourcen aller in diesem Bereich, um eben einen Beitrag leisten zu können, Landwirtschaft nachhaltig, weltweit nachhaltig aufzustellen und neue Krisen zu verhindern. Wir werden das auch tun mit der geplanten Hamburg Sustainability Konferenz im nächsten Juni, die auch eine Vorbereitung für weitere Treffen in New York sein soll, indem wir die Akteurinnen und Akteure zusammenbringen wollen, um für nachhaltige Entwicklung in ihrer Breite sich einzusetzen und mit neuen Ideen voranzugehen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsche Entwicklungspolitik setzt sich also auf verschiedenen Ebenen ein, konkret vor Ort bis zu den Vereinten Nationen in New York für nachhaltige Entwicklung und für strukturelle Veränderungen in diesem Bereich ein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion spricht Dr. Rainer Kraft. Ja, sehr geschätzte Präsidentin, werte Kollegen. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Jede Familie, die unter hohen Energiekosten leidet, weiß, wie wenig ihnen dieses Ziel tatsächlich bedeutet. Jedes mittelständische Unternehmen, das durch ihre Zumutungen für immer in die Knie gezwungen wird, weiß, dass es keine nächste Generation an Lehrlingen geben wird. Das durchaus perfide ist, ihre Ziele sind überhaupt gar keine schlechten. Nur fehlt ihnen jeder Bezug zur Lebensrealität dieses Volkes. Wie damals einmal im sozialistischen Deutschland arbeiten sie mit Zahlen und Statistiken, die die Realität eben nicht abbilden. Und wie das Politbüro sprechen sie nur mit ausgewählten Bürgern und besuchen nur Musterbetriebe und nicht die Ruinen ihrer Wirtschaftspolitik. Aus gegebenem Anlass aber zu etwas anderem. Das Prinzip 5 der Nachhaltigkeitspolitik verlangt, den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft zu wahren und zu verbessern.
Der soziale Zusammenhalt in diesem Land sieht in diesen Tagen dergestalt aus, dass sich tausende Menschen in Deutschland über den hundertfachen Mord an wehrlosen Zivilisten, an Männern, Frauen, Kindern und Babys nicht nur klammheimlich, sondern ganz offen freuen. Menschen feiern auf unseren Straßen die Enthauptung von Säuglingen, Massenvergewaltigung und die Ermordung Unschuldiger. Diese Menschen haben Sie zu Hunderttausenden in unser Land geschleust, ohne Kontrolle, ohne Feststellung der Identität. Und in Ihren Parallelgesellschaften leben Sie offen Ihren Antisemitismus und Ihren Hass auf unsere Zivilisation aus. All dies ist seit Jahren bekannt, und seit 2017 macht die AfD auf diese Missstände aufmerksam, um dafür von Ihnen beschimpft zu werden. Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Terroristen müssen in Deutschland durch die Polizei vor dem wütenden Mob fanatischer Terrorunterstützer geschützt werden. Muslime Hand in Hand mit Linksextremen, die diese Gesellschaft, diesen Staat und diese Zivilisation ablehnen. Und glauben Sie wirklich, dass Menschen, die die Bestien der Hamas feiern, sich für den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft interessieren? Oder könnte es vielleicht sein, dass diese Menschen sich auch über unseren Tod, den Tod der Ungläubigen, genauso freuen würden? Die offene Gesellschaft, sie wurde zerstört durch offene, unkontrollierte Grenzen und kollaborierende Politiker, die aus politischer Bequemlichkeit dem Antisemitismus und der Gegenaufklärung in Deutschland den Weg geebnet haben. Den sozialen Zusammenhalt haben sie geopfert auf dem Altar der Woken-Diversität. Und kommen wir zur Nachhaltigkeitsziel 16. Eine friedliche Gesellschaft mit Zugang zur Justiz sowie funktionierende, rechenschaftspflichtige Institutionen. Einer der Indikatoren erfasst den Anteil der Bevölkerung, der sich in seiner Wohnumgebung nachts alleine nicht sicher fühlt. Und zwischen 2012 und 2020 ist der Anteil der Menschen, die sich nachts zu Hause sehr sicher fühlen, um fast 40% zurückgegangen. Der Anteil der Personen, die sich unsicher oder sogar sehr unsicher zu Hause fühlt, ist im gleichen Zeitraum um 60% angestiegen. Diese Zahlen sprechen nicht für das Vorhandensein von, Zitat, leistungsfähigen rechtsstaatlichen Institutionen, wie das ihre Nachhaltigkeit fordert. Diese Zahlen zeigen, dass sie die Kontrolle verlieren. Gleichzeitig ist es an der Zeit, mit einer anderen weit verbreiteten Märchen aufzuräumen, der flächendeckenden Diskriminierung in Deutschland. Die hier im Rahmen der Indikatoren erfassten Werte, sie sind ohnehin auf einem niedrigen Niveau und sie sind zwischen 2015 und 2021 nochmal um 39% zurückgegangen. Sofern Sie also kein AfD-Mitglied sind, haben Sie gute Chancen, in Deutschland nicht diskriminiert zu werden. Zuletzt noch ein Blick auf das Hauptziel der Nachhaltigkeit, der Bekämpfung der Armut. Der dortige Indikator war bis 2019 immer unterhalb des EU-Mittelwertes, also es gab weniger Armut in Deutschland. Aber dann wurde die Erhebungsmethode angepasst und an das EU-Niveau angeglichen. Und das Ergebnis der bislang einzigen Auswertung in 2020 ist, dass Armut und starke Armut in Deutschland auf dem Niveau der EU liegen. Die Armutsquote sogar ein bisschen leicht darüber. Und daraus folgt, Deutschland ist kein reiches Land. Wir liegen in der Armut im EU-Durchschnitt, zahlen aber weiterhin den Großteil der sozialen Wohltaten für andere Staaten, damit sie weiterhin ihre Lebenslüge vom reichen Land träumen können. Und das ist sicher nicht nachhaltig. Meine Damen und Herren, die 6 Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nehmen nur 2 Seiten innerhalb des 391 Seiten starken Bandes zur Nachhaltigkeitsstrategie ein. Sie verlieren sich damit in den bürokratischen Erklärungsabläufen, welchen Weg Nachhaltigkeit im Regierungsapparat nimmt, wie viel Umweltpapier Sie gekauft haben und den statistischen Arbeitsnachweisen von Sitzungen des Staatssekretärsausschusses. Ihre sogenannte Strategie lebt davon, dass Sie weiter die Realität ignorieren und sich selbst mit Ihrer heilen Weltrhetorik trösten. Die Welt verändert sich momentan rasant. Neue Konflikte entstehen, alte eskalieren, unsere Wirtschaft stagniert, deutsche Bürger werden im In- und Ausland Opfer von Gewalt und sie produzieren planwirtschaftliche Denkschriften und warme Worte in der Tagesschau. Wissen Sie, was unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist? Eine Zukunft für unsere Kinder in Sicherheit und Wohlstand ist, und Ihre Arbeit zeigt jeden Tag aufs Neue, dass dies ausschließlich mit der AfD zu erreichen sein wird. Das Wort hat Karina Konrad für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Nachhaltigkeitsdebatte, die ist ja eine sehr umfassende Debatte, denn
Schon allein, dass es 17 Nachhaltigkeitsziele gibt, die wir auch in der deutschen Bundespolitik, über die wir heute auch reden an der Stelle, zeigt ja, dass es Konflikte gibt innerhalb dieser Nachhaltigkeitsziele, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern dass um jeden Weg immer wieder neu gestritten werden muss. Und deshalb ist es auch wichtig, dass heute so eine umfassende Nachhaltigkeitsdebatte hier stattfindet. Da bin ich sehr froh. Und Herr Kollege Bilger, es gibt ja ganz viele Nachhaltigkeitsziele. Da ist von Industrie die Rede, von Innovation, von Infrastruktur. Da ist davon die Rede, dass kein Hunger mehr sein soll, bezahlbare und saubere Energie sein soll. Und ich will nur mal sagen, weil Sie es dann doch politisch benutzt haben, diese Debatte, die ja eigentlich auch über Legislaturperioden hinauswirken soll, man muss auch überlegen, nicht nur aus was man aussteigt mit Blick auf die Energieversorgung, sondern auf das, wo man auch wieder einsteigt. Und das wurde sträflich vernachlässigt in der Vergangenheit. Und vielleicht sollten wir daraus auch lernen, denn auch Bildung ist ein Nachhaltigkeitsziel. Vielleicht sollten wir daraus lernen, dass in Zukunft erst in neue Technologien eingestiegen wird, bevor man aus alten aussteigt. Das wäre ganz zentral. Und weil Krise ist, hält diese Bundesregierung die Schuldenbremse ein. Auch das ist ganz zentral für die Nachhaltigkeit und für die zukünftigen Generationen in unserem Land. Und meine Damen und Herren, wir sind in einer Krise. Unsere Wirtschaft wächst nicht mehr. Aber um Wohlstand zu erhalten, um die Zukunft unseres Landes für die nächsten Generationen zu ebnen, muss die Wirtschaft wieder wachsen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Bundesregierung auch sich auf den Weg macht und morgen um 9 Uhr hier an dieser Stelle das Wachstumschancengesetz diskutiert wird, als ein erster wichtiger Schritt, um die Wirtschaft wieder zum Wachsen zu bringen. Die Infrastruktur in unserem Land, die ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch gemeinsam leben, dass die Wirtschaft einen starken Standort hat, dass Menschen in Arbeit sind und dass auch alle sozialen Faktoren berücksichtigt werden können. Und ein modernes Land braucht eine moderne Infrastruktur, und die wurde sträflich vernachlässigt in den vergangenen Jahrzehnten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jetzt auch mit viel Geld und viel Kraftanstrengung auf den Weg machen, die Infrastruktur zu modernisieren, sie zu erneuern, die Planungen und Genehmigungen zu beschleunigen. Und das ist ein wichtiger Schritt, den diese Bundesregierung angeht. Und da danke ich auch allen, die unter hartem Ringen daran beteiligt sind. Und was mir als Landwirtin ein besonderes Anliegen ist, ist das Anliegen, dass es keinen Hunger mehr geben darf auf der Welt. Und Europa, und es ist europäische Politik, Agrarpolitik ist europäische Politik. Europa hat 30 Jahre lang die Chancen, die in neuen Verfahren liegen, die in gentechnischen Verfahren liegen, sträflich vernachlässigt und hat sie nicht genutzt. Sie wurden auf anderen Teilen der Welt weiterentwickelt, genutzt, und sie haben dafür gesorgt, dass auch Wohlstand entstanden ist in Regionen, in denen man es nicht für möglich gehalten hätte. Und wir haben jetzt eine neue Chance, denn es gibt mit der Genschere CRISPR-Cas eine neue Chance, Züchtung auch im Pflanzenbau zu erneuern, zu modernisieren und maßgeblich zu beschleunigen und auch Pflanzenzüchtung anzupassen, schneller an die Veränderungen durch den Klimawandel. Und es wäre fahrlässig, wenn wir diese Chancen nicht nutzen würden. Deshalb gilt es jetzt auch auf allen Ebenen, und da schließe ich alle mit ein, neu zu diskutieren, neu zu streiten, aber am Ende die Chancen zu nutzen und nicht immer nur darüber zu diskutieren, was alles nicht geht, sondern darüber zu diskutieren, was geht. Und das ist zentral. Meine Damen und Herren, Karl von Carlowitz, derjenige, der die Nachhaltigkeit erfunden hat, der wurde ja schon erwähnt. Und der hat in der Forstwirtschaft damals ganz einfach gesagt, dass jeder Baum, den er entnimmt, auch wieder gepflanzt werden muss. Er hat sogar eins drauf gesagt. Er hat gesagt, für jeden Baum, den er entnimmt, pflanzt er zwei neue. Und das ist ein Leitprinzip. Ich glaube, wenn man sich manchmal wieder im Wald aufhält, dann kann man sich mal vor Augen führen, wie wichtig es auch ist, sich manchmal zu seinen Ursprüngen zurückzubekehren. Ohne die Chancen, die in Zukunft durch Innovationen liegen. Und die müssen wir stärker nutzen. Das ist mein Plädoyer heute Morgen zur Nachhaltigkeitsdebatte. Vielen Dank für die 5 Sekunden, Frau Präsidentin. Es waren 5. Bernd Rixinger hat das Wort für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die 2015 verabschiedeten Nachhaltigkeitsziele sind ein positives Beispiel dafür, was weltweite Kooperation leisten kann. Die Nachhaltigkeitsziele sind ein wahrer Lichtblick in der Menschheitsgeschichte. Armut beenden, kein Hunger, gesundes Leben für alle Menschen, hochwertige Bildung gewährleisten, Geschlechtergleichstellung, Verfügbarkeit von Wasser und nachhaltiger Energie für alle,
menschenwürdige Arbeit, Ungleichheit verringern, Maßnahmen gegen den Klimawandel und seine Auswirkungen, friedliche und inklusive Gesellschaften fördern. Die globalen Entwicklungsziele überzeugen auch deshalb, weil sie keine eindimensionalen Antworten geben. Die Agenda 2030 erkennt an, dass ein Ziel nicht ohne das andere zu erreichen ist. Ohne friedliche Entwicklung keine effektive Bekämpfung des Hungers. Ohne Bekämpfung der Armut wird es schwer, hochwertige Bildung zu gewährleisten. Würden sich alle 193 Mitgliedstaaten tatsächlich an diese Vorgaben halten, wäre es um den Zustand in der Welt und auch in Deutschland besser bestellt. Die Welt befindet sich seit einigen Jahren im Dauerkrisenmodus. Verschiedene Krisen wie Gerechtigkeitskrise, Klimakatastrophe, wirtschaftliche Stagnation und hegemoniale Krisen mit erhöhter Kriegsgefahr treten gleichzeitig auf, verschränken und verstärken sich gegenseitig. Verschiedene Wissenschaftlerinnen warnen mittlerweile vor der Gefahr einer globalen Polykrise, bei der die lebenswichtigen natürlichen und sozialen Systeme der Erde durcheinander geraten und sich die Aussichten der Menschheit irreversibel verschlechtern. Es ist offensichtlich, eine auf Profit und grenzenlosem Wachstum aufgebaute Weltwirtschaftsordnung, die die vorhandenen Ressourcen plündert, in vielen Teilen der Welt keine Rücksicht auf das Klima und die Gesundheit der Menschen nimmt und die Aneignung des erarbeiteten Reichtums in wenigen Händen konzentriert, kann die Krisen unserer Zeit nicht lösen. Der traurigste und tragischste Ausdruck davon ist, dass der Hunger in der Welt nicht besiegt wird. 735 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Eine Weltwirtschaftsordnung, die es trotz ausreichend vorhandener Nahrungsmittel nicht einmal schafft, dass kein Mensch hungern muss oder ständig unterernährt ist, hat kein moralisches Recht, fortzubestehen. Sehr geehrte Damen und Herren, leider ist auch der jüngste Weltnachhaltigkeitsbericht ein Ausweis des Scheiterns. Beseitigung extremer Armut, wenig oder gar keine Fortschritte. Ernährungssicherheit verschlechtert. Zugang zur Schulbildung Rückschritt. Klimaschutz, biologische Vielfalt, negative Entwicklung. Geschlechtergerechtigkeit, keine Bewegung. Sieht es zumindest in Deutschland besser aus? Leider nein. Der letzte Indikatorenbericht zur Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland spricht ebenfalls eine erschreckende Sprache. Rund ein Achtel der Indikatoren stagnieren bzw. verschlechtern sich bei der Zielerreichung. Rund 40% der Indikatoren entwickelt sich so schwach, dass eine Zielerreichung nicht zu erwarten ist. Die Krisen auf globaler Ebene taugen dafür aber nicht als Ausrede. Krisen bieten auch Chancen, ungeeignete Politik zu beenden, neue Entwicklungspfade aufzumachen. Wer die Preisgestaltung von Energie dem Markt und wenigen großen Konzernen überlässt, muss sich über den rasanten Preisanstieg bei Energie, über hohe Inflation und zunehmende Armut nicht wundern. Wer lieber 100 Milliarden Euro in Militär investiert, statt in Mobilitätswende, Energiewende und sozialökologische Transformation, darf sich über das Verfehlen der Klimaziele nicht wundern. Und wer zu wenig Geld in Bildung und Erziehung investiert, nicht rechtzeitig und nicht genügend Lehrerinnen und Erzieherinnen ausbildet, verantwortet den Bildungsnotstand und das Rekordhoch von 2,64 Millionen junger Menschen zwischen 20 und 35 ohne Berufsausbildung. Das ist komplettes Bildungsversagen, meine Damen und Herren. Ich bin überzeugt, ohne eine grundsätzliche Änderung unserer Wirtschafts- und Lebensweise werden wir auch in den nächsten Jahren die Nachhaltigkeitsziele nicht erreichen. Wir brauchen eine Wirtschaftsweise, bei der nur so viele Ressourcen verbraucht werden, als nachwachsen, bei der die Emissionsziele erreicht werden und die vor allem nicht an Profit
und Wachstum orientiert ist, sondern am guten Leben für alle. Dazu gehören vor allem gute Löhne, gute Arbeitsbedingungen und sinnvolle Arbeit. Es müsste bei der Debatte um Nachhaltigkeit klar sein, dass die Steigerung des Bruttoinlandsproduktes nicht gleichbedeutend mit Wohlstand für alle ist. Verkehrsunfälle erhöhen das Bruttoinlandsprodukt, wohl aber kaum die Lebensqualität. Neue Autobahnen führen zu Wirtschaftswachstum, aber nachweislich zu keinem Zeitgewinn bei der Mobilität, zerstören die Natur und verursachen den Ausstoß von noch mehr Emissionen. Wir brauchen keine Steigerung des Konsums von schnell verschleißbaren und ressourcenfressenden Waren. Stattdessen müssen wir langlebige, reparaturfreundliche Güter produzieren. Das schont Energie und Ressourcen und schafft qualifizierte Arbeit für die Reparatur von Handys, Elektrogeräten, Kleidung, Möbel und vielem anderen mehr. Wir können und müssen Wohlstand anders definieren. Gutes Leben hängt nicht an den Versprechungen der Werbung, sondern am Zugang aller zu guter Erziehung und Bildung, zu wohnortnaher Gesundheitsversorgung, bezahlbarem Wohnraum. Gutes Leben braucht eine gute öffentliche Infrastruktur, Kultur und Sport, eine Garantie für nachhaltige Mobilität, ohne ein Auto besitzen zu müssen. Das Recht auf saubere Luft, eine gesunde Umwelt, Energieversorgung, sauberes Wasser, die Gestaltung und Ausdehnung des öffentlichen Raumes und geschützte Räume für Kinder und Jugendliche, einen pfleglichen Umgang mit alten und kranken Menschen. Gutes Leben heißt gleichberechtigte Beteiligung und gleichberechtigte demokratische Aneignung der Gesellschaft. Einige der Nachhaltigkeitsziele enden in der Überschrift mit zwei Wörtern: für alle. Es geht um ein gutes Leben, um vielfältige Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in einer intakten Umwelt für alle Menschen. Nicht nur für die oberen 10 oder 30%, nicht nur für die sogenannten Inländer, auch für Migrantinnen und Geflüchtete, nicht nur für die Menschen in den reichen Ländern, auch für die Menschen im globalen Süden, nicht nur für die jetzigen, sondern auch für künftige Generationen. Alle heißt alle, und das ist das Gegenteil von sozialdarwinistischem oder rassistischem Ausschluss großer Teile der Menschheit. Die politisch Gewählten haben die Aufgabe, dafür die gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen. Diese Bundesregierung schafft das nicht. Statt die unerträgliche Kinderarmut zu beseitigen, wird eine nur unzureichende Kindergrundsicherung auf den Weg gebracht. Statt Armuts- und altersarmutsfester Löhne wird der Mindestlohn real in Kaufkraft abgesenkt. Statt einer nachhaltigen Verkehrswende werden im Beschleunigungsverfahren neue Autobahnen und Bundesstraßen gebaut. Statt geeigneter Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um die verfehlten Klimaziele im Verkehr und bei Gebäuden zu korrigieren, wird das Klimaschutzgesetz verschlechtert. So geht das nicht, meine Damen und Herren. Das müssen wir dringend ändern und ein anderes Tempo bei der Nachhaltigkeit vorlegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Tessa Ganserer hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Agenda 2030 hat die Weltgemeinschaft ein Versprechen abgegeben, mit der nachhaltigen Entwicklung allen Menschen auf diesem Planeten ein gutes Leben in Würde zu ermöglichen. Und um dieses Versprechen auch gegenüber unseren Kindern und Enkelkindern einzulösen, müssen wir bei allem, was wir tun, auch die globalen Grenzen im Blick behalten. Aber genau hier schlägt der internationale Forschergemeinschaft Alarm. In 6 von 9 Bereichen haben wir die planetaren Grenzen bereits überschritten. Zum Beispiel Entwaldung, Stickstoffkreisläufe, Verbrauch von Süßwasser, Erhalt der biologischen Vielfalt, Eintrag von Schadstoffen. Man kann sagen,
Unser Planet ist in seinem Immunsystem massiv geschwächt und wir wissen nicht, wann er als nächstes auf die Intensivstation verlegt werden muss. Und entsprechend nüchtern fällt auch die Halbzeitbilanz der Agenda 2030 aus. Unsere Umweltministerin Steffi Lemke ist da bereits eingegangen. Bei dem Tempo, wenn wir weitermachen, werden wir bis zum Jahr 2030 die Anzahl der Menschen, die auf dieser Welt Hunger leiden müssen, nicht reduzieren können. Und um Geschlechtergerechtigkeit global zu erreichen, würden wir noch über 300 Jahre brauchen. Damit können wir uns nicht zufrieden geben. Und zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass auch die Bilanz in Deutschland relativ ernüchternd ausfällt. 33 von 75 Indikatoren sind eben gerade nicht im Zielbereich. Auch hier muss man ehrlich sagen, haben wir noch was zu tun. Aber was schließen wir daraus? Ein Weiter-so wie bisher ist nicht möglich und ein Aufgeben kommt aber auch nicht in Frage. Denn beim Thema nachhaltige Entwicklung spielen wir in der Champions League der Politik. Ja, wir stehen zur Halbzeit im Rückstand. Aber deswegen gehen wir raus aufs Spielfeld, nehmen den Ball an, verstärken unsere Kraftanstrengungen und spielen weiterhin auf Sieg. Das heißt, wir werden nicht nur in konkreten Maßnahmen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, beim Thema Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz konkrete Maßnahmen ergreifen, sondern wir müssen auch die Nachhaltigkeitsstrategie oder Architektur weiter stärken, sowohl regierungsseitig als auch im Parlament. Die Bundesregierung hat den Prozess zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie bereits gestartet. Und in den nächsten Wochen wird auch der parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung Vorschläge dem Parlament präsentieren, wie man die Nachhaltigkeitspolitik und dieses Gremium weiterentwickeln kann. Und deswegen freue ich mich auf die weiteren Debatten. Vielen Dank. Das Wort hat Felix Schreiner für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die furchtbaren Bilder in der Ukraine und jetzt am vergangenen Samstag im Nahen Osten sehen, dann wird uns doch eines bewusst, was Frieden und Freiheit für uns alle, aber vor allem für den Zusammenhalt in einem Land, ja eines ganzen Kontinents bedeuten und welches Glück dahinter steckt. Und einer der Botschaften dieser vereinbarten Debatte muss angesichts der Krisenherde und der unmittelbaren Auswirkungen lauten, den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Und wir müssen die langfristigen Themen, die über Wahlperioden hinausgehen, in diesem Parlament bewusst in den Mittelpunkt der Debatten stellen. Ich schließe mich deshalb ausdrücklich den Worten von Steffen Bilger an. Nachhaltig sind Entscheidungen nur dann, wenn sie wirtschaftlich, sozial und ökologisch gleichermaßen tragfähig sind. Und die Reduzierung, wie sie vor allem die linke Seite dieses Hauses so oft vorschlägt, die Reduzierung nur auf den Bereich Klima, nur auf den Bereich Umwelt, es geht an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Wir müssen es vollumfänglich denken, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und es hat übrigens nichts mit einer nachhaltigen Entwicklung zu tun, wenn man zum Beispiel auf Biegen und Brechen ein Heizungsgesetz durch den Deutschen Bundestag peitscht, dieses als klimafreundlich etikettiert, ohne zu wissen, wie viel CO2 dadurch tatsächlich eingespart wird. Ein Förderkonzept erstellt, was die Technologieoffenheit konterkariert und die Menschen und die Betriebe verunsichert zurücklässt. Das ist das eigentliche Dramatische, weil es ist nicht nachhaltig. Das ist Ideologie. Es ist auf Kosten der Glaubwürdigkeit und vor allem auf Kosten der Nachhaltigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Ökologie, Ökonomie und die sozialen Entwicklungen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zusammenzubringen, eine Klammer darum zu bilden, das ist die wichtigste Aufgabe für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Es ist unser Ansatz als Christdemokraten. Und ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Einführung der Schuldenbremse, die 2014 den Weg in die erste schwarze Null gebracht hat. Wir haben das zum ersten Mal seit 45 Jahren, die schwarze Null, geebnet. Und deshalb ist es nicht akzeptabel, wenn wir auf Kosten künftiger Generationen leben und ihr einen Schuldenberg hinterlassen, der nicht abgetragen werden kann
Und deshalb an die Adresse der Regierungskoalitionen: Es ist mehr Anstrengung geboten, was dieses Feld anbelangt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und unbestritten ist die größte Errungenschaft die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Das stimmt. Wir haben aber Halbzeit. Und die Bilanz ist ernüchternd. Nur 15% der Ziele sind erreicht, 37% stagnieren oder sind sogar rückläufig. Um es klar zu sagen, hier braucht es einen Schulterschluss von allen demokratischen Kräften in diesem Haus. Wir müssen hier dringend nachbessern. Und anstatt nach New York zu reisen und angesichts dieser verheerenden Zahlen eine Führungsrolle zu übernehmen, wurden doch in Wahrheit die Erwartungen durch die Bundesregierung bereits vor dem UN-Gipfel im vergangenen September bewusst gedämpft. Es war ein fatales Signal, das insbesondere die Bundesentwicklungshilfeministerin ausgesendet hat. Das könnte sich noch als echten Bärendienst für die Nachhaltigkeitsziele beweisen. Und ja, ich muss es so sagen. Dieser Bundesregierung fehlt der Wille, Tempo bei der Umsetzung der Agenda 2030 zu machen. Das zeigt auch der ein oder andere Redebeitrag heute seitens der Regierung. Das unterstreicht das oberflächlichste Papier zur Nachhaltigkeit, was wir in diesem Haus je gesehen haben und was Sie uns in der vergangenen Woche vorgestellt haben, was im Grunde nichts Neues beinhaltet. Es unterstreicht, dass wir als zweitgrößter Geber der Vereinten Nationen doch als Deutschland eine Führungsrolle beim Umsetzung der globalen SDG-Ziele einnehmen müssen, weil machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht vorleben, wird uns niemand auf der Welt folgen. Herr Kollege, Sie wären zum Ende gekommen, bitte. Ich komme zum Schluss, indem ich Sie bitte, füllen Sie Ihre Politik mit Leben, sorgen Sie für etwas Hoffnung in der Welt, aber fördern Sie vor allem Innovationen, globale Partnerschaften und schaffen Sie die Grundlage, die extreme Armut in der Welt durch Bildung und Teilhabe zu bekämpfen. Herzlichen Dank. Für die Bundesregierung hat jetzt das Wort die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung hat sich durch die Unterzeichnung der Agenda 2030 im September 2015 verpflichtet, die sogenannten Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, durch eine nationale Strategie umzusetzen. Und nach der Agenda 2030 gehören die schwächsten und verwundbarsten Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik und sollen von Bildung in inklusiven Gesellschaften gefördert werden. Niemand, das ist der Grundsatz, soll zurückgelassen werden. Leave no one behind, heißt es da. Und ich freue mich, dass sowohl die Agenda 2030 als auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Grundsatz beruht, dass die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension der Nachhaltigkeit gleichwertig sind. Die Bundesregierung hat sich immer auch für die soziale Dimension der Nachhaltigkeit stark gemacht. Durch diese Schwerpunktsetzung und unsere Maßnahmen im Rahmen der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie stellen wir die Weichen für eine Politik, die die Menschen in unserer Gesellschaft zur Teilhabe befähigt und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und um es ganz konkret zu machen, vor diesem Hintergrund wollen wir als Bundesregierung die nachhaltigen Angebote der formellen und informellen Bildung in allen Lebensphasen, in der Ausbildung, der Fortbildung und der Weiterbildung weiter ausbauen und stärken. Und dazu haben wir zum Beispiel hier am 23. Juni diesen Jahres das Aus- und Weiterbildungsgesetz beschlossen. Die Einführung einer Ausbildungsgarantie ist dabei eine Zusage an alle jungen Menschen, die eine Ausbildung aufnehmen wollen, dass sie individuell die bestmögliche Unterstützung hierzu erhalten. Auch das ist Nachhaltigkeit, und wir wollen weiterhin auch Unternehmen, die ganz besonders von der Transformation betroffen sind, künftig mit einem an das Kurzarbeitergeld angelehnten Qualifizierungsgeld bei der Weiterbildung ihrer Beschäftigten unterstützen. Auch das ist Nachhaltigkeit. Und auch mit der Einführung des Bürgergeldes, das wir ja hier mit einer großen Mehrheit beschlossen haben, haben wir den Fokus auf Weiterbildung, auf nachhaltige Beschäftigungsaufnahme gelegt. Wir haben ihn verstärkt. Wir haben damit auch Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe in unserem Land ausgebaut. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die ökologische Transformation ist ohne Alternative. Das ist klar. Wir brauchen wirksamen und schnellen Klimaschutz, auch um neuen Ungerechtigkeiten vorzubeugen. Denn unter den Folgen des Klimawandels leiden bereits heute zuerst
und zumeist die schwächsten Gruppen unserer Gesellschaft. Und deshalb bringen wir den Umbau hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft voran. Und gleichzeitig, ich will betonen, das geht nur zusammen, wollen wir auch all das, was unser Land ausmacht, die Innovationskraft, die wirtschaftliche Stärke, aber auch die Solidarität, die Chancensicherung, die soziale Sicherung, die Demokratie und den Zusammenhalt stärken. Es bringt nämlich nichts, wenn wir am Ende zwar ohne Emissionen, aber auch ohne Industrie, ohne gute Arbeitsplätze und ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt dastehen. Deshalb sage ich es nochmal, wir denken das zusammen. An diesem Zusammenhalt, an sozialem Fortschritt arbeiten wir im Strukturwandel. Es ist Aufgabe des Staates, die ökologische Transformation sozial gerecht zu gestalten. Davon bin ich fest überzeugt. Wir brauchen also zum einen natürlich Brücken für die Industrie, wir brauchen aber eben auch Brücken für Menschen in unserem Land, damit niemand zurückgelassen wird, damit alle teilhaben können und damit die ökologische Wende nicht zur Spaltung in der Gesellschaft und zu größerer Ungleichheit führt. Und dabei geht es nicht darum, dauerhaft zu subventionieren oder zu alimentieren. Man kann auch nicht jede Belastung ausgleichen. Aber wir können auch nicht zulassen, dass einige sich freikaufen können, während andere auf alles verzichten sollen. Und stattdessen müssen wir uns fragen, wie können wir gezielte Unterstützung leisten, besonders um denjenigen, denen die finanziellen Möglichkeiten zur ökologischen Veränderung fehlen, einen Weg in die Klimaneutralität zu ermöglichen. Denn klar ist auch, diejenigen mit niedrigen und mittleren Einkommen tragen heute deutlich höhere Belastungen als Bezieherinnen und Bezieher hoher Einkommen. Sie geben nämlich proportional mehr von ihrem Einkommen, viel mehr für Energie aus und für energieintensive Güter. Sie haben weniger Spielraum, auf klimaneutrale Alternativen umzusteigen, sei es in der Mobilität, bei der Heizung, beim Kauf von Lebensmitteln. Und gleichzeitig ist ihr ökologischer Fußabdruck kleiner als der von sehr gut Verdienenden oder Vermögenden. Und deshalb ist es uns wichtig, dass künftig noch stärker als bisher alle Klimaschutzmaßnahmen von Beginn an sozial gerecht konzipiert werden und dass dies auch systematisch überprüft wird. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung mit dem Klimaschutzprogramm 2023 ein Sozialmonitoring Klimaschutz beschlossen. Und das gilt es nun mit Leben zu füllen, damit künftig frühzeitig alle notwendigen Informationen über soziale Auswirkungen von Klimaschutz auf dem Tisch liegen und eben auch in die Politikgestaltung einfließen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt, und das will ich noch einmal betonen, insgesamt muss es unser Ziel sein, die Fragen der sozialen Dimension innerhalb der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie deutlich weiter auszubauen, ihnen auch einen hohen Stellenwert zu geben, auch einen höheren als bislang. Denn eine ökologische Transformation kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie eine sozial-ökologische Transformation ist. Das ist die Voraussetzung für Akzeptanz in der gesamten Gesellschaft und damit auch die Voraussetzung für das Gelingen einer fortschrittlichen, einer guten und nachhaltigen Zukunft. Und dafür bitte ich Sie um Unterstützung. Vielen Dank. Das Wort für die AfD hat Dr. Michael Kaufmann. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit für Deutschland hat zum Ziel, dass unser deutsches Volk auf unserem deutschen Staatsgebiet auf Dauer in Wohlstand, in Sicherheit, in Freiheit, in Demokratie und in einer gesunden Umwelt leben kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir in unserem Deutschland vor allem eine leistungsfähige und innovative Industrie, eine zuverlässige, bezahlbare und ausreichende Energieversorgung, ein solides Bildungssystem und einen verantwortungsbewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. Diesen Zielen wird jeder Bürger unseres Landes zustimmen. Doch Sie haben es geschafft, dass Nachhaltigkeit für immer mehr Menschen in unserem Land eine Drohung ist. Wenn ein Ampelpolitiker von Nachhaltigkeit spricht, dann wissen die Bürger inzwischen, jetzt geht es uns ans Geld, jetzt soll unser Wohlstand und unsere Freiheit eingeschränkt werden.
Denn unter dem Deckmantel Schutz von Mensch und Umwelt betreiben Sie nichts anderes als eine Umgestaltung unseres Gemeinwesens in eine ökosozialistische Dystopie, in der die Leistungsträger der Gesellschaft hemmungslos ausgebeutet werden. Nichts anderes ist mit Ihrem Kampfbegriff Transformation unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit gemeint. Aber Sie werden Ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Sie scheitern an Ihren selbstgesteckten Zielen. Sie sprechen davon, dass Veränderungen sozial verträglich und generationengerecht sein müssen. Doch fragen Sie mal alle die Hausbesitzer, die sich wegen Habecks Heizhammer berechtigte Sorgen um ihr Eigentum machen, wie sozial verträglich die ihre Politik finden. Und generationengerecht? Im Namen Ihrer eigenwilligen Interpretation von Nachhaltigkeit werden gerade Schulden aufgehäuft, an denen unsere Kinder und Enkelkinder noch abzahlen werden, während Sie gleichzeitig die wirtschaftliche Grundlage unseres Wohlstands vernichten. Das ist ein schlechter Witz, aber nicht nachhaltig. Sie fordern, ich zitiere, unser Handeln in Deutschland soll möglichst nicht zur Belastung für die Menschen und die Umwelt in anderen Ländern führen. Zugleich aber muten Sie den eigenen Bürgern immer größere und unerträgliche Belastungen zu. Unter unserem Naturraum zerstören Sie mit Anlagen Ihrer sogenannten Energiewende. Windkraft- und Photovoltaikanlagen sind auf eine Nutzungsdauer von gerade einmal 20 Jahren ausgelegt. Danach sind sie kaum recycelbarer Schrott. Das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Ähnlich sieht es bei Akkus und Komponenten der Elektromobilität aus. Die Produktion vieler dieser Komponenten und Grundstoffe wird nach China und in andere Länder ausgelagert. Dort pfeift man auf unsere Nachhaltigkeitsprinzipien. Darin ist weder ein Vorteil für die Umwelt in Deutschland noch sonst wo in der Welt erkennbar. Und unser miserables Bildungssystem, das Sie hier alle zu verantworten haben, spricht jeder Nachhaltigkeit Hohn. Wenn Sie mit unseren Ressourcen verantwortungsvoll umgehen wollen, ohne dabei unser Land ins Mittelalter zurückzutransformieren, dann sorgen Sie zunächst einmal für eine preiswerte und zuverlässige Energieversorgung. Beenden Sie die Vernichtung unseres Wohlstands und hören Sie auf, den Menschen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben. Und verabschieden Sie sich von der Illusion, eine wachsende Bevölkerung, national wie global, mit einem sinkenden Ressourcenverbrauch kombinieren zu können. Eine wachsende Bevölkerung ist nicht nachhaltig, nirgends auf der Welt. Nicht Mangel, sondern mit kreativen Lösungen Wohlstand schaffen. Dafür steht die AfD. Ihre Redezeit ist zu Ende. Wir sind und bleiben die Stimme der Millionen Menschen in unserem Land, die von ihrer Gängelung und Inkompetenz die Nase voll haben. Vielen Dank. Markus Herbrand hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie sind Ziele verbunden, die unserer aller Anstrengungen bedürfen. Dabei benötigt die konkrete Umsetzung wirklich großen Durchhaltewillen. Zusammen mit den Nachhaltigkeitszielen der UN können wir noch zu unseren Lebzeiten eine bessere und auch friedlichere Welt schaffen. Ich finde, diese Hoffnung ist jedes Engagement wert. Dabei ersetzt die grundsätzliche Zustimmung, denn hinter dem Begriff der Nachhaltigkeit kann sich ja jeder vernünftige Mensch versammeln, natürlich keineswegs die Diskussion um das Ringen um die richtigen Wege zur Erfüllung dieser Vorgaben. Naturgemäß erfolgen unterschiedliche politische Akteure unterschiedliche Ansätze, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Als Freund der sozialen Marktwirtschaft befürworte ich den Wettbewerb um die besten Ideen als das zentrale Instrument zur Zielerreichung. Die historischen Erfahrungen zeigen, dass nur so die besten Lösungen für notwendige Änderungen und Weichenstellungen gefunden werden. Wichtig ist auch, dass die letztlich gefundenen Kompromisse von einer breiten Basis aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft mitgetragen werden. Für mich als Finanzpolitiker steht dabei natürlich im Fokus, Nachhaltigkeit ist keineswegs nur eine Frage von Klimaschutz und Biodiversität. Nachhaltigkeit ist auch eine große Frage der Finanzpolitik. Ohne gesicherte Finanzierung scheitern auch die besten Absichten.
Gerade der langfristige Erfolg ist nur dann zu gewährleisten, wenn weder Verschuldungsgrad noch Zinsverpflichtungen Gestaltungsmöglichkeiten beschneiden. In diesem Sinne ist es erforderlich, dass sich Deutschland seine Handlungsfähigkeit erhält. Überhandnehmende Schulden würden die Axt an diese Fähigkeit legen. Bereits die aktuellen Zinszahlungen hängen unserem Land wie ein Mühlstein um den Hals. Jeder Ruf nach noch mehr Schulden ist daher aus meiner Sicht absolut fehl am Platz. Allein auf der Basis der jüngsten grundsätzlich begrüßenswerten Zinserhöhungen haben sich von 2021 bis 2024 die Zahlungen für den Schuldendienst im Bundeshaushalt verzehnfacht. Das verdeutlicht eindringlich, wie wichtig und auch nachhaltig Haushaltsdisziplin ist. Präzise Ausgabenplanungen und Wachstumsinvestitionen sind klug miteinander in Einklang zu bringen. Mit seinem klaren Kurs für die Einhaltung der Schuldenbremse sorgt Finanzminister Christian Lindner dafür, dass Deutschland auch in Zukunft handlungsfähig bleibt. So gewährleistet die Schuldenbremse Nachhaltigkeit gegenüber zukünftigen Generationen. Zudem sorgt dieser Kurs dafür, dass mit vorhandenen Ressourcen zurückhaltend umgegangen wird. Wenn wir eine realistische Chance auf Umsetzung der ambitionierten Ziele haben wollen, dürfen wir diesen Weg der finanziellen Vernunft nicht verlassen. Dabei verstehe ich selbstverständlich, dass sich diese Ziele nicht alleine in bestehenden Mustern von Kosten-Nutzen-Rechnungen oder gar Gewinnschwellen pressen lassen, aber eben auch. Politik muss Standards beispielsweise beim Bau so setzen, dass übermäßige Kosten für vergleichsweise geringe Nutzen vermieden werden. Auch bei der angestrebten Stärkung einer nachhaltigen Wirtschaft muss es daher darum gehen, Gewinnstreben und Nachhaltigkeitsziele in eine gesunde Balance zu bringen. Ansonsten droht durch die zu einseitige Vorgabe und Verbote eine sehr gefährliche Schieflage. Es mag für manche abgedroschen klingen, aber nur mit einer gesunden Wirtschaft und deren Steuerzahlungen sind Vorhaben wie die Nachhaltigkeitsstrategie auch umsetzbar. Die Gewährleistung dieser Grundlagen ist erklärtes Ziel von uns Freien Demokraten. Unter anderem mit dem Wachstumschancengesetz und einer vernunftsorientierten Haushaltspolitik setzen wir hier die richtigen Grundpfeiler. Ich freue mich, wenn uns eine möglichst breite Mehrheit im Deutschen Bundestag auf diesem Weg unterstützt und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Bundesregierung hat das Wort der Bundesminister Cem Özdemir. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesministerin Steffi Lemke hat es bereits gesagt. Auch ich will an dieser Debatte nicht einfach so an dem Terror der Hamas vorbei. Das ist das eine, was uns gerade alle miteinander als Demokraten beschäftigt. Gleichzeitig findet nach wie vor der schreckliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine statt. Und ein weiteres Thema, das die Menschheit insgesamt beschäftigt, ist das Thema Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Das könnte einen dazu bringen, dass man verzweifelt und die Hoffnung fahren lässt. Die gute Nachricht ist aber, all diese Krisen, die Kriege und die Klimakrise, ist menschengemacht. Also liegt es auch in unserer Hand, etwas dagegen zu tun. Wir müssen es nur alle miteinander anpacken. Unser Handeln macht eben einen Unterschied, beispielsweise wenn es um die Zukunft der Landwirtschaft geht. Und ich habe mich sehr gefreut, Kollege Felix Schreiner, als Sie vorher mehr Ehrgeiz eingefordert haben bei der Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele. Das ist immer gut, wenn die Opposition Druck macht, auf die Regierung entschiedener vorzugehen. Nur das passt dann nicht zu dem, was wir bei anderen Debatten, wenn wir über Landwirtschaft reden, hier im Bundestag oder auch im Europaparlament, wenn wir dann von Ihren Kolleginnen und Kollegen der EVP hören, wir sollen uns jetzt vom Green Deal verabschieden, wir sollen uns von Farm to Fork verabschieden. Das sind Ziele, auf die wir uns gemeinsam verständigt haben. Und meine Bitte, lassen Sie uns festhalten an dem, nicht nur hier in dieser Debatte, sondern bitte schön auch in den anderen Debatten. Es muss uns gemeinsam darum gehen, die Produktionsfaktoren zu schützen und zu schonen, von denen die Menschen in der Landwirtschaft auch im vor- und nachgelagerten Bereich und damit auch unsere Ernährung abhängen. Boden, Wasser, Luft, Klima und Artenvielfalt. Wir müssen sie schützen und gleichzeitig nutzen. Und wir müssen beides schaffen, und zwar im Interesse der Menschen heute, aber auch im Interesse der künftigen Generation. Wohin die Reise geht, um auch da etwas Zuversicht und Optimismus in die Debatte zu bringen,
Das konnte ich bei der gestern zu Ende gegangenen Anuga, der größten Messe auf der Welt in Sachen Lebensmittels, sehen. Denn dort haben sich viele Unternehmen längst auf den Weg gemacht. Und zwar nicht, ich will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, weil es der Minister so angeordnet hat. Nein, weil sie sehen, da sind wichtige Märkte und der Wandel findet längst auf dem Teller statt. Gerade weil die Jüngeren wissen, dass mehr Nachhaltigkeit gut ist für die Gesundheit, aber gleichzeitig eben auch für den Planeten und auch noch gut schmeckt. Und darum ist das Thema nachhaltig erzeugte Lebensmittel auch eine Chance für unsere deutschen Märkte. Wir sehen, die Zahl der Flexitarier nimmt zu. Sie wollen weniger Fleisch essen, nicht auf Fleisch verzichten und gleichzeitig gutes Fleisch. Und der Landwirtschaftsminister sagt natürlich gerne auch deutsches Fleisch aus unserem Land. Und auf der anderen Seite gibt es einen anderen Markt, nämlich die Fleischalternativen. Auch das konnte man auf der Anuga sehen. Und darum passt es ganz genau zur Politik dieser Bundesregierung, dass wir auf der einen Seite mit dem Tierhaltungskennzeichen ein Angebot für die machen, die sagen, wir wollen Fleisch essen, auch übrigens, weil wir wissen, dass wir für Kreislaufwirtschaft Tierhaltung brauchen. Und auf der anderen Seite für diejenigen, die sagen, wir wollen kein Fleisch essen, mit der Eiweißpflanzenstrategie, indem wir eben auch da gute Angebote machen für unsere Landwirtschaft. Das ist der Weg ohne Ideologie, alle mitnehmen in der Gesellschaft. Wir tun das auch, indem wir den ökologischen Landbau fördern, weil er besonders ressourcenschonend ist. Wir tun das auch mit der Außerhausverpflegung, indem wir eben allen Menschen in der Gesellschaft ein Angebot machen, zu wählen, gesund sich zu ernähren und gleichzeitig eben auch ein Angebot zu machen, das der Nachhaltigkeit hilft. Darin liegt der Weg in die Zukunft, Wirtschaft und Klimaschutz zusammen zu verbinden, was wir essen, wie wir Lebensmittel herstellen, ob wir verschwenderisch damit umgehen. All das hat Auswirkungen auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen. Und die gute Nachricht zum Schluss: Mit so etwas Großartigem, mit gutem, leckeren Essen, können wir den Unterschied machen. Ist das nicht eine tolle Nachricht? Danke sehr. Die Kollegin Julia Klöckner hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen reizt mich schon, lieber Herr Minister Özdemir. Das ist so der Anspruch der Grünen. Es klingt so schön alles, aber Ihre Ergebnisse sind ja genau das Gegenteil von dem, was Sie erzielen wollen. Gehen wir doch mal rein. Sie wollen den Menschen vorschreiben, was sie essen sollen. Haben Sie aber Ihre Kantine gemacht im Ministerium? Was ist die Folge? Sie haben keinen Betreiber mehr für die Kantine. Und die Leute, denen Sie die Currywurst verbieten wollen, können bei Ihnen nichts mehr essen. Jetzt gehen Sie um die Ecke und essen die Currywurst, egal wo sie herkommt, egal was der Landwirt dafür bekommen hat. Also Nachhaltigkeit heißt nicht Hände vor die Augen tun, ich sehe nichts und deshalb ist die Nachhaltigkeit da. Und wenn man auch deutsches Fleisch will, ganz ehrlich, dann finanzieren Sie das auch. Und lassen Sie nicht die Borchert-Kommission austrocknen, die genau das vorgelegt hat, wie man das finanzieren könnte. Am Ende ist es ja so, dass nicht kein Fleisch gegessen wird, sondern durch die Kennzeichnung nur für die deutschen Landwirte heißt es, dass sie es schwieriger haben, weil die anderen eben nicht verpflichtet sind zu kennzeichnen. Das heißt, die Leute greifen dann nach den günstigeren Varianten und die sind dann nicht immer nachhaltiger. Also holistischer denken und nicht nur in den eigenen Grenzen. Das ist nachhaltig. Und deshalb wirkliche nachhaltige Politik, die erkennt die Wechselwirkung zwischen Ökologie, Ökonomie und der sozialen Frage auch an. Und sie fördert im Übrigen auch die Forschung und die Innovation und verabsolutiert keine Einzelziele, auch nicht das Klimaziel. Und das ist jetzt ein Beispiel, das hat auch vorhin die Kollegin der FDP erläutert. Wenn wir Nachhaltigkeit wollen, weniger Pflanzenschutzmittel zum Beispiel einsetzen, weniger Düngemittel einsetzen zum Beispiel oder höhere Klimaresilienz und Resistenz, Trockenresistenz, das geht. Das kriegt man hin durch Forschung, das kriegt man hin durch CRISPR-Cas. Und Sie sind diejenigen der Partei, die genau diese neuen Forschungsergebnisse den Leuten aus der Hand schlagen. Sie fördern was, aber fördern nicht das, wie wir dorthin kommen. Und das halte ich wirklich für eine Doppelmoral, so etwas.
Und der Mittelstand, und das will ich sagen und auch den Fokus auf die Wirtschaft hier legen, der Mittelstand in unserem Land ist für mich ein gelebtes Beispiel für Nachhaltigkeit. Viele mittelständische Betriebe sind schon seit Generationen im Geschäft, und so soll es auch weitere Generationen weitergehen. Sie denken nicht in Quartalen, sie denken in Generationen, bieten gut bezahlte Arbeitsplätze, sichere, sind regional verwurzelt, sind sparsam im Umgang mit Energie und effizient im Umgang mit Ressourcen. Und nachhaltig ist es eben nicht, wenn der Staat, wenn ein Bundeswirtschaftsminister vorgibt, welche Technologien haben. Das wirkt Innovationen und technische Entwicklungen ab, die im Übrigen der Nachhaltigkeit dienen würden. Sie sind der Meinung als Grünen, es hilft, wenn wir die Kernkraft abschalten für die Nachhaltigkeit. Ergebnis, Anstieg des CO2-Ausstiegs um 15 Millionen Tonnen. Ist ein Ergebnis, würde ich sagen, wird jetzt nicht so sehr mit der Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz einhergehen. Wir haben im Quartal April bis Juni so viel Strom importiert wie noch nie seit Aufzeichnung 1991. Ihr Ergebnis, Ihre Ideologie, Nachhaltigkeit fordern, aber am Ende das Gegenteil fördern. Und deshalb, Nachhaltigkeit darf kein Elitenprojekt sein. Gerade beim Klimaschutz besteht diese Tendenz. Und wenn wir uns das Thema Heizungsgesetz, Fahrverbot anschauen, das ist doch das Problem. Und wir haben als Union gezeigt, dass beides geht, Klimaschutz und Wirtschaft und Wachstum. Wir haben den CO2-Ausstoß seit 1990 um 40% reduziert, seit 2002 alle Klimaschutzziele erreicht, und gleichzeitig hat sich das BIP verdoppelt. Ein Wirtschaftswachstum hat sich verdoppelt bei -40% CO2. Wir haben einen Marktpreis für CO2 eingeführt, und wir haben den Anteil der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch von 10% auf 45% erhöht. Und das heißt, wir machen es, und wir zeigen, dass beides zusammengeht, Klimaschutz und Wirtschaft. Die nächste Rednerin ist Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über die Nachhaltigkeitsfragen zu diskutieren, wird ja teilweise abgetan, dass das ja alles nur ein großes Reden sei, dass es nichts brächte. Und in der Tat haben wir natürlich die Problematik, dass die Nachhaltigkeitsziele sehr schwer erreichbar zu sein scheinen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir diese Nachhaltigkeitsziele definiert haben, dass wir eine internationale Gemeinschaft haben, die sich diesen Nachhaltigkeitszielen verschrieben haben, und dass wir es auch mit den Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die wir heute hier debattieren, auch versuchen, auf der nationalen Ebene runterzubrechen, weil es ist Bestandteil der Nachhaltigkeitsüberzeugung, die wir international verfolgen, dass es darum geht, global zu denken, aber lokal zu handeln. Und genau deswegen geht es darum, lokal, und das heißt in diesem Kontext auch national und auch auf den einzelnen Bundesländerebenen und auch in den Kommunen, alle Hebel darauf zu stellen, dass es ein Stück mehr Nachhaltigkeit und nicht ein Stück weniger Nachhaltigkeit wird. Weil nur so kann tatsächlich in der praktischen Umsetzung auch die Nachhaltigkeitsverantwortung übernommen werden. Ich habe diese Kaskade jetzt deswegen auch noch mal dargelegt, weil es eben gar nicht so leicht ist, dies tatsächlich wiederzufinden, wenn es dann eben um den Konzeptvergleich geht. Und wenn ich jetzt eben auch höre, was auch aus den Reihen der Union wieder vorgeschlagen wird, wenn wieder die Atomenergie aufgerufen wird, dann wird genau diese Konzeptkaskade nicht eingehalten. Denn es ist nicht nachhaltig, auf Dauer den nachfolgenden Generationen über Millionen Jahre Müll zu hinterlassen. Es ist nicht nachhaltig. Hierfür, wenn Sie gerade, Frau Klöckner, das Nachhaltigkeitsdreieck noch einmal erwähnt haben und den Zusammenhang zwischen sozialem, Ökologie und Ökonomie, das ist ja dieses Nachhaltigkeitsdreieck, einfach zu ignorieren, dass mit der Atomenergie weltweit keine einzige Nutzung von Atomenergie existiert ohne eine staatlich gesetzte Versicherungshöchstgrenze. Das ignorieren Sie einfach. Es gibt weltweit keinen Staat, der, wie gesagt,
ohne eine Versicherungshöchstgrenze staatlicherseits verordnet auskäme. Warum denn? Weil Atomenergie nicht ökonomisch ist, weil es nicht diesen Zusammenhang gibt von Ökonomie und Ökologie bei der Atomenergie. Und es ist eben auch nicht sozial, wie gesagt, den Menschen den Atommüll zu hinterlassen und die Restrisiken einzugehen. Das ist nicht nachhaltig. Und insofern geht es eben auch darum, hier, das möchte ich einmal kurz erwähnt haben, weil wir harte Arbeit auch im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung seit ein paar Jahren haben, die ich einfach auch mal würdigen möchte an dieser Stelle und auch mit Dank noch mal in Richtung der Mitglieder des Parlamentarischen Beirats richten möchte, dass wir auch eben dafür sorgen, dass die Gesetzgebung, die wir hier durch das Hohe Haus bringen, dass die sich einer Selbstüberprüfung unterzieht. Das haben wir auf der Ebene des Kabinetts haben wir das schon, aber es kann noch vertieft werden. Wir haben es aber im parlamentarischen Raum noch, sagen wir mal, noch nachbesserungsfähig, dass wir diese Nachhaltigkeitschecks auch wirklich machen. Und daran wird gearbeitet. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir eine solche Stunde nutzen, um eben so eine Debatte nutzen, um eben auch mal darauf noch mal hinzuweisen, welche Möglichkeiten haben wir auch im regulativen Rahmen. Ich möchte zudem noch mal darauf hinweisen, dass die Nachhaltigkeitsgarantien, die uns auch ökonomisch gegeben sind, mit einer wirklich fabelhaften Nobelpreisträgerin, die leider schon verstorben ist, ich habe es neulich schon mal erwähnt, Eleanor Ostrom, dargelegt wurden. Sie hat dafür den Nobelpreis bekommen. Sie hat dafür den Nobelpreis bekommen, dass sie das Dezentralitätsprinzip als überragendes Prinzip festgestellt hat. Und genau daran liegt auch der Erfolg von erneuerbaren Energien. Die Redezeit war zu Ende. Darauf wollte ich Sie hinweisen. Okay, gut. Und der Kollege hat nach dem Ende der Redezeit sich gemeldet, ja, aber das war dann leider wenige Sekunden zu spät. Also ich muss jetzt beenden und nicht einen Zwischenruf. So ist es. Okay, genau. Gut. In diesem Sinne, im Gedenken an Eleanor Ostrom, lassen Sie uns an der Dezentralität der Energiewende massiv weiterarbeiten. Vielen Dank. Markus Frohnmeier hat das Wort für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist die Umsetzung der Agenda 2030. Der Agenda 2030, die unseren Wohlstand in den globalen Süden umverteilen will. Der Agenda 2030, die alle Staaten eine Art linksgrüne Gender-Ideologie auferlegen will. Der Agenda 2030, die ein weltweites Recht auf Migration schaffen will. Die Kommunen leiden, Landräte verzweifeln, Bürger sorgen sich völlig zu Recht um die Sicherheit ihrer Familien. Trotzdem schreibt die Ampel auf Seite 256 ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, ich zitiere, die Migration von Menschen soll erleichtert werden. Damit sind natürlich alle Verlautbarungen, die wir dieser Tage von Scholz, Habeck und Faeser hören können, ein reines Täuschungsmanöver, meine Damen und Herren. Weil eines wird doch deutlich, die Ampel, die will Migration nicht beschränken, sie will in Deutschland damit auch Migration erleichtern. Und ich sage Ihnen, die Ampel vollstreckt mit der Umsetzung dieser Agenda 2030 ein UN-Papier gegen die Interessen der eigenen Bürger. Für mich ist die Agenda 2030 der Kommunismus des 21. Jahrhunderts. Und es wäre einfach, uns von diesem Kommunismus zu befreien. Wir bräuchten einfach nur eine vernünftige Regierung. Eine Regierung, die keine Schuldenschnitte für Entwicklungsländer macht, sondern deren Wirtschaft und die eigene von uns durch Zusammenarbeit stärkt. Eine Regierung, die sich nicht in innere Angelegenheiten fremder Staaten einmischt. Frau Baerbock ist da Experte. Und die auf Belehrungen verzichtet. Eine Regierung, die keinen globalen Pakt für Migration, sondern einen globalen Pakt für Rückführung und Begrenzung der Migration abschließt, meine Damen und Herren. So eine Regierung könnten Sie haben, und ich komme dann zum Schluss, nicht mit der Ampel, aber mit der AfD, meine Damen und Herren. Das Wort hat Nils Gründer für die FDP-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Weltschmerz. Damit begannen in den letzten Monaten viele meiner Wochen. Erdbeben in Afghanistan, der andauernde Krieg in der Ukraine und jetzt der Terror der Hamas in Israel. Nachhaltigkeit verhindert heute nichts von dem. Aber es beugt morgen vor. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich? Was meint es für Sie? Was bedeutet es für mich? Für mich bedeutet Nachhaltigkeit zum Beispiel, ich kann nachhaltiger einkaufen, indem ich im Supermarkt zu unverpackten Artikeln greife. Ich kann nachhaltig wirtschaften, aus meinem Geld am meisten rausholen. Auch Beziehungen können nachhaltig sein, zu meinem Kumpel aus der Schulzeit bis hin zur nachhaltigen Partnerschaft zwischen zwei Staaten. Zusammengefasst, Nachhaltigkeit betrifft alles. Etwas, das weder Grüne noch sonstige Weltverbesserer für sich gepachtet haben. Es ist etwas, das uns alle betrifft, alle, die wir hier sitzen. Und aus dieser riesigen Bandbreite möchte ich heute ein Nachhaltigkeitsziel herausstellen, welches mir in der gesamtdeutschen Nachhaltigkeitsdebatte zu kurz kommt. Das ist Ziel Nummer 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen in der ganzen Welt. Und warum kommt es mir zu kurz? Weil, sind wir doch mal ehrlich, weil Nachhaltigkeit und Sicherheit in den meisten unserer Köpfe zu selten zusammengedacht wird und weil die Aggressoren und Terroristen sich immer mehr Spielraum nehmen. August 21, Taliban. Februar 22, Putin. Oktober 23, Hamas. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nachhaltiges Denken hätte aber in vielen dieser Krisen einen Beitrag leisten können. Unsere Abhängigkeit vom russischen Gas war nicht nachhaltig. Unser Ansatz zum Nation Building in Afghanistan war nicht nachhaltig. Und hier müssen wir aus unseren eigenen Fehlern lernen und nicht nur in die Welt, sondern hier vor allem auch zu uns nach Hause schauen. Auch unsere Institutionen müssen nachhaltig sein, damit wir als Staat auch in Zukunft handlungsfähig sind. Ich bin in meinen Zwanzigern und es ist nur fair und gerecht meiner und den kommenden Generationen gegenüber, dass wir in einem intakten System aufwachsen und in eine intakte Gesellschaft zurückkehren. Auch, es ist auch eine Frage des Respekts. Es ist eine Frage des Respekts vor unseren Bedürfnissen. Es ist eine Frage des Respekts vor unseren Rechten. Aber vor allem ist es eine Frage des Respekts vor unseren Möglichkeiten. Und die nach mir die Sintflut-Mentalität, die wir hier auch in der Debatte schon zu Genüge gehört haben, die hat uns noch nie weitergebracht und die wird uns auch in Zukunft nie weiterbringen. Und das große Problem an Nachhaltigkeit ist, dass es keine Sofortlösung ist. Nachhaltigkeit ist immer ein Marathon, den man langfristig und in Etappen denken muss. Und losgelöst von jeder Wahl muss es uns doch, die wir hier alle sitzen, interessieren, dass wir Probleme langfristig lösen und dass wir nicht nur Probleme über Legislaturperioden definieren, sondern dass wir Probleme lösen, indem wir über den Wahltag hinausdenken. Und es fängt bei mir zu Hause in der Oberpfalz an und geht bis hoch in die großen internationalen Organisationen. Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Und deswegen auch der Appell an alle Fraktionen der Mitte hier im Haus, lassen Sie uns zusammen Sicherheit und Nachhaltigkeit denken und zusammenarbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat Lisa Badung für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich den nachdenklichen Worten vom Kollegen Gründer anschließen. Diese Debatte zur Nachhaltigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, Frau Kollegin Weisgerber damals mit angeregt in der letzten Legislaturperiode, dass wir genau darüber sprechen. Wie können wir parteiübergreifend Zukunft sichern? Deswegen ist sie auch eine wiederkehrende Debatte, die auch nicht mit der Legislaturperiode endet. Und ich habe mich zurückerinnert an den März 2019, als hier im Bundestag debattiert wurde, während draußen 3 Millionen Menschen demonstriert haben für mehr Klimaschutz. Ich habe mich an unsere Debatte damals erinnert, wo wir gesagt haben, ja, wir haben hier die Verantwortung für junge Menschen im Bundestag, für deren Zukunft. Und es geht darum, dass wir nicht nur ihnen erzählen, was Sache ist, oder sie vielleicht von oben herab loben, sondern dass wir wirklich gemeinsam lernen. Dass wir gemeinsam lernen, wie wir diese Zukunftsaufgaben lösen. Sie haben zu uns zugerufen, es soll weniger um Machtpolitik gehen, es soll weniger um Parteipolitik gehen, sondern darum, wie wir die Mittel für die Lösung der Krisen des 21. Jahrhunderts, die wir haben, auch wirklich einsetzen für die Lösung der Krisen des 21. Jahrhunderts. Und wenn ich jetzt so konstatiere, wo wir stehen, wir haben sehr viel erreicht.
auch durch die vorhergehenden Regierungen, die haben leider auch viel verhindert, aber auch durch die vorhergehenden Regierungen, aber auch das, was wir hier auf den Weg gebracht haben, Beschleunigungspaket für Erneuerbare, auch die Wärmewende haben wir angeschoben. Aber die Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist leider sehr stark vergiftet worden in den letzten Wochen und Monaten. Frau Klöckner, Sie haben das Heizgesetz angesprochen. Fake News, es wurde Angst verbreitet, es wurde der Bevölkerung gesagt, wir schaffen es nicht, wir können es nicht finanzieren. Es wurde ein Kulturkampf daraus gemacht. Und das ist das. Und das ist das, liebe Kolleginnen und Kollegen, was am Ende des Tages die Akzeptanz für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit in der Bevölkerung pulverisiert und was am Ende des Tages allen demokratischen Parteien zum Schaden gereicht, die sich unsere Verfassung verpflichtet fühlen. Wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die Freiheit des Einzelnen, die muss gewahrt werden, auch in der Zukunft. Die dürft ihr nicht beschneiden. Und von daher wäre mein Appell, kehren wir irgendwie auch wieder zurück zu dieser gemeinsamen Grundlage und auf deren gemeinsamen Grundlage wir dann sagen können, ja, es wird sich in eurem Leben etwas verändern. Klimaschutz wird nicht gehen, ohne dass man es irgendwie auch sichtbar wird. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir besser darstellen, dass wir eine gemeinsame Zukunft haben. Und diesen Geist, den würde ich gerne hier in die Debatte reinbringen. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Wolfgang Stiefinger hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir heute über Nachhaltigkeit diskutieren und debattieren, was ich sehr richtig finde, dann müssen wir uns die Nachhaltigkeitsziele anschauen. Und da kommen wir, die Frau Staatssekretärin Kofler hat es vorher schon gesagt, auch an der Entwicklungspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit nicht vorbei. Und leider gibt es ja auch Stimmen hier im Haus, haben wir gerade vorher auch wieder gehört, die die Entwicklungspolitik als ja, durchaus auch unwichtig oder auch Verbrennen von Steuergeld sehen. Ich möchte schon betonen, dass jeder von uns, so wie wir hier sitzen, Sie auf den Tribünen, an den Fernsehbildschirmen, jeder von uns hat jeden Tag mit Entwicklungsländern zu tun. Wenn wir uns am Morgen anziehen, unsere Kleidung ist aus Baumwolle, die kommt nicht aus Mecklenburg-Vorpommern und auch nicht aus Bayern, sondern sie kommt aus Entwicklungsländern. Die Kleidung wird produziert überwiegend heute in Asien, in Entwicklungsländern. Oft unter prekären Bedingungen, für wenige Cent müssen Näherinnen und Näher dort arbeiten und unsere Kleidung produzieren. Ist das nachhaltig? Wenn wir heute Morgen, vielleicht haben Sie so wie ich, auch eine Tasse Kaffee getrunken. Der Kaffee kommt nicht aus Hamburg und auch nicht aus München, auch wenn das vielleicht auf der Packung steht, sondern die Bohnen kommen aus Äthiopien, aus Kenia, aus Bolivien, aus Kolumbien, aus Entwicklungsländern. Wir haben also auch hier mit Entwicklungsländern zu tun, jeder von uns, jeden Tag. Und vielleicht haben Sie, so wie ich, bei der Tasse Kaffee die Nachrichtenlage auf Ihrem Smartphone, auf Ihrem Tablet gecheckt und haben dann gesehen, haben die Nachrichten dort gelesen, aber die Bestandteile für diese Geräte kommen eben auch nicht aus Europa, sondern die seltenen Erden, Kobalt und all die Bestandteile kommen aus Entwicklungsländern. Das heißt, wir haben tagtäglich in unserem Leben und auch in unserem Wohlstand, den wir sichern wollen, mit Entwicklungsländern zu tun. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diesen Aspekt hier auch mit betrachten und mitsehen. Leider ist die Umweltministerin jetzt nicht mehr da, weil ehrlicherweise müssen wir uns hier auch ein Stück weit ehrlich machen und auch diesen Zielkonflikt zwischen Klimapolitik und Umweltschutz auch ansehen. Denn noch nie wurde die Erdkruste so zerstört wie aktuell, um diese seltenen Erden zu gewinnen, um unsere Photovoltaikanlagen zu produzieren, um die E-Mobilität voranzubringen, um Batterien zu produzieren. Noch nie wurde die Erdkruste so zerstört. Und diesen Konflikt muss man auch ansprechen dürfen und muss man auch entsprechend diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte aber auch noch einen weiteren Punkt ansprechen. Der Wirtschaftsminister ist jetzt leider nicht mehr da, Frau Staatssekretärin, vielleicht richten Sie es ihm aus. 90% des CO2-Ausstoßes weltweit passiert über den Welthandel, über Schiffe.
Wäre die Schifffahrt als eigener Staat gelistet, wäre die Schifffahrt auf Platz 6 weltweit des CO2-Ausstoßes. Das sind die großen Hebel, die Sie und die auch ein Wirtschaftsminister ansetzen muss und wo er vorgehen muss. Und nicht bei der Heizung und nicht beim Diesel und bei sonstigen Themen, sondern das sind die großen Hebel, wo wir wirklich weltweit vorankommen können bei Nachhaltigkeit und Klimaschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb appelliere ich an Sie, hören Sie auf mit dem Klein-Klein, machen Sie die globale Nachhaltigkeitspolitik zu Ihrer Agenda und hören Sie auf, den Leuten die Lust an Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu nehmen. Damit hätten Sie viel, viel mehr erreicht als mit Ihrem Klein-Klein, das Sie hier in der Politik vollführen. Vielen Dank. Redner für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zu meiner Rede komme, Herr Dr. Steffinger, die größten Emittenten hier bei uns, wir haben eben gerade gehört, wir müssen global denken, aber lokal handeln, die größten Emittenten von Treibhausgasen hier bei uns als klein-klein zu bezeichnen, das finde ich doch angesichts der Größe der Herausforderung, die vor uns liegt, doch ein bisschen zu kurz gedacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind derzeit nicht auf dem richtigen Weg. Mit diesen Worten hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Lage auf dem SDG-Gipfel der Vereinten Nationen Mitte Dezember in New York zusammengefasst. Ein erschreckendes Fazit mit Blick auf die Erreichung der international vereinbarten Ziele für nachhaltige Entwicklung. Die Bilanz der Halbzeit der Agenda 2030, in dem eben diese Ziele festgelegt sind, die ist in der Tat ernüchternd, hier bei uns in Deutschland, aber auch weltweit. Wir sind längst nicht da, wo wir zum Erreichen der Ziele der Agenda 2030 längst sein müssen. Globale Krisen wie die Corona-Pandemie, Klimaextreme wie Fluten und Dürren und kriegerische Auseinandersetzungen, die haben uns bei der Erreichung der SDGs zurückgeworfen. Aber das darf keine Entschuldigung sein. Vielmehr gilt es, sie zum Anlass zu nehmen für mehr Tempo, mehr Entschlossenheit hier bei uns in Deutschland und eben auch weltweit. Die Vereinten Nationen haben ihre Mitgliedstaaten deshalb dazu aufgefordert, konkrete Beiträge zu einem Rettungsplan für die Menschheit und den Planeten zu leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das klingt drastisch, aber die Lage ist es auch. Die Herausforderungen sind vielfältig. Ich bin Umweltpolitiker, und als Umweltpolitiker möchte ich hier exemplarisch die Artenkrise herausgreifen, die auf die verschiedensten SDGs Einfluss hat. Der Mensch hat im Laufe der Geschichte die Landoberfläche und die Ozeangebiete massiv verändert. Das hat zu einem großen Verlust an Biodiversität geführt. Inzwischen sind 80% der natürlich vorkommenden Säugetiere und 50% der Pflanzen verloren und mehr Arten vom Aussterben bedroht als je zuvor. Neben dem Klimawandel sind hier vor allen Dingen die intensive Nutzung und Zerstörung natürlicher Ökosysteme durch Industrie, Landwirtschaft, Fischerei als Auslöser zu benennen. Und genau hier setzt der Beschluss der Weltnaturkonferenz in Montreal aus dem Dezember des letzten Jahres an. Ziel ist es, mindestens 30% der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 unter effektiven Schutz zu stellen und so den Verlust der biologischen Vielfalt zu stoppen oder diesen Trend sogar umzukehren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, dieser Beschluss macht Mut und zeigt, dass die Weltgemeinschaft handlungsfähig ist. Und davon ist auch die Bundesregierung überzeugt. Wir haben es vorhin in den verschiedenen Reden der Staatssekretärinnen und Ministerinnen und Minister schon gehört. Deutschland ist dem Aufruf der Vereinten Nationen nach Mitarbeit an dem angesprochenen Rettungsplan für die Menschheit und den Planeten gefolgt. Beim SDG-Gipfel in New York hat die Bundesregierung 12 Schlüsselbeiträge vorgestellt, die bei der Erreichung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung helfen sollen. Diese Beiträge, die reichen von der Stärkung der Ernährungssicherheit, der Verbesserung der Gesundheitssysteme und der Pandemieprävention bis hin zu Maßnahmen zur Gestaltung einer sozial gerechten Energiewende und der Reform der Entwicklungsfinanzierung. Und genau diese Spannbreite unterstreicht die Vielschichtigkeit des Komplexes Nachhaltigkeit. Es geht längst nicht nur um den Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Um zu Fortschritten in den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu kommen, da braucht es den Willen der Weltgemeinschaft, aber es braucht auch ein Zusammenspiel von einer Vielzahl von Akteuren auf der internationalen Bühne, aber auch hier in Deutschland. Und ein zentraler Akteur ist für die Zusammenarbeit der Rat für nachhaltige Entwicklung.
Seine Jahrestagung am Dienstag, die auch Anlass für die heutige Debatte liefert, hat der Rat unter die Überschrift gestellt: Blockaden überwinden, neue Wege in der Nachhaltigkeitspolitik. Und das passt gut in die Zeit, wie ich finde, in der die Transformation unserer Energieversorgung und unserer Wirtschaft hin zur Emissionsfreiheit tatsächlich Realität wird. Diese Transformation, das merken wir Abgeordnete in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern, an den Infoständen, an Stammtischen, an Haustüren jeden Tag, führt aber auch zu Sorgen und zu Abwehrhaltung. Und hier sind wir als Politikerinnen und Politiker gefordert. Auch wir müssen besser werden im Erklären, müssen die Menschen mitnehmen auf unserem Pfad der Veränderung. Aus meiner Sicht ist dabei zentral zu erklären, dass nachhaltiges Leben und Wirtschaften im Interesse jedes und jeder Einzelnen ist. Es geht nichts Geringeres als den Erhalt unserer Lebensgrundlagen und den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Eine Wirtschafts- und Lebensweise, die auf der Ausbeutung von Menschen und Natur beruht, die kann auf Dauer nicht gut gehen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Lassen Sie uns gemeinsam deshalb die nachhaltige Transformation vorantreiben, hier bei uns in Deutschland, aber auch weltweit. Vielen Dank. Das Wort hat Stefan Brandner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hans Karl von Carlowitz, er wurde schon mehrfach erwähnt, hat das Prinzip der Nachhaltigkeit vor ungefähr 300 Jahren erfunden und wollte dadurch ein stabiles Gleichgewicht im Wald schaffen. Nur so viel entnehmen, wie man hinterher auch wieder nachpflanzt. Sie haben das Ganze gesellschaftlich sozusagen transformiert und ist die Nachhaltigkeitsstrategie dann hier 2017 der Bundesregierung verkünden lassen. Und die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung beschäftigt sich damit, dass mit Visionen, Fantasie und Kreativität die Zukunft gestaltet und eine Handlungsanleitung für eine umfassende, zukunftsfähige Politik gegeben werden soll. Das hört sich gut an. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie Ihre Früchte, Ihre Fantasien und Ihre Kreativität aussieht. Wir haben die Regelinsolvenzen in diesem Land auf dem Höchststand, 24% mehr als im Juli letzten Jahres. Die Inflation galoppiert. Wir haben Arbeitslose, 2,6 Millionen in Deutschland, 140.000 mehr als im vergangenen Jahr. Der internationale Währungsfonds erwartet eine Rezession, eine Schrumpfung der deutschen Wirtschaft um 0,5%. Vor kurzem waren es noch 0,3%. Wir haben ein Finanzierungsdefizit im ersten Halbjahr von 40 Milliarden Euro in diesem Land. Wir haben 251.000 gestellte Asylanträge per heute. Das ist mehr als im gesamten Jahr 2022. Zwischen Januar und August diesen Jahres sind 70.000 Menschen unerlaubt nach Deutschland eingereist. Im letzten Jahr waren es 45.000. Die Sozialleistungen sind auf einem Höhepunkt. Über 1,1 Billionen Euro werden an Sozialleistungen herausgehauen. Auf der anderen Seite haben Sie eine Belastung sondergleichen. Alleinstehende in Deutschland eine Steuer- und Abgabenlast von ungefähr 47%. Die Unternehmen werden belastet in Deutschland wie in Europa nur in Italien, Spanien mehr. Der Strompreis so hoch wie nirgendwo in Europa. Wir haben Unternehmenssteuern, die sich weltweit nicht sehen lassen können. Die Wirtschaft wird geknechtet. Wir haben bei den Alleinstehenden erhebliche Probleme, was die Abgabenlast angeht. Meine Damen und Herren, wir haben einen Ausländeranteil bei der Kriminalität, der deutlich über dem Ausländeranteil liegt. Wir haben einen Ausländeranteil von 14%. Wir haben verurteilte Ausländer von ungefähr 45%. Meine Damen und Herren, Sie haben Deutschland nachhaltig ruiniert. Das ist die Nachhaltigkeitsstrategie, die Sie in Deutschland verfolgen. Es gibt nur ein Nachhaltigkeitsprogramm, und das heißt AfD. Vielen Dank. Ich hatte das ja angekündigt, dass gerade bei diesen 2-Minuten-Takes man dann nicht irgendwie noch eine halbe oder eine ganze Minute länger reden kann. Und deswegen bin ich so streng wie gerade eben und gebe jetzt der Kollegin Katharina Willkommen das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Bestehendes zu verbessern, neue Techniken zu erforschen, das eröffnet nicht nur Unternehmen, sondern auch Verbraucher und Verbraucherinnen neue Möglichkeiten.
In einem ressourcenarmen Land wie Deutschland ist ein ständiger Fortschritt einfach notwendig, um uns im weltweiten Wettbewerb an der Spitze zu halten. Die Kehrseite der begrüßenswerten Technologiesprünge der letzten Jahrzehnte sind schnellere Entwicklungszyklen bei den Herstellern und kürzere Lebenszeiten bei den Produkten. Diese Jagd nach technischer Weiterentwicklung hat für Verbraucher ein großes Problem. Wer sich nicht ständig neue Technik kaufen will oder kann, dessen Geräte werden obsolet. Das ist mindestens ärgerlich. Es ist mit Blick auf einen unnötig hohen Ressourceneinsatz angesichts weltweiter strapazierter Lieferketten einfach wirtschaftlich unvernünftig. Und in Zeiten einer zunehmenden Vernetzung von Smartgeräten in Industrie und im eigenen Zuhause ist es auch ein Sicherheitsrisiko. Es kann nicht richtig sein, dass Verbraucher, die sich nur ein günstiges Smartphone leisten können, um die Sicherheit ihrer Daten fürchten müssen, weil Hersteller nach kurzer Zeit keine Updates mehr liefern. Wenn es um die Nutzbarkeit von moderner Technik geht, muss die Software der Hardware folgen und nicht umgekehrt. Deswegen arbeitet diese Koalition an zwei wichtigen Punkten. Wir werden Hersteller in die Pflicht nehmen, damit sie Updates für die übliche Nutzungszeit eines Geräts bereitstellen. Und wir werden ausloten, wie man es Herstellern ohne ein neues Haftungsrisiko erleichtert, ihre älteren Geräte über Open-Source-Lösungen und die Freigabe von Software ein zweites Leben zu schenken. Das vermeidet Elektroschrott. Wir sorgen auch dafür, die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an den Entwicklungen dieses Landes zu sichern, egal wie tief ihre Taschen sind. So wichtig wie Updates sind, so wichtig ist es, die Geräte an sich möglichst lange nutzen zu können. Das von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Recht auf Reparatur verfolgt deshalb ein gutes Ziel. Wenn Verbraucher auf eine Reparatur bestehen können, werden Produkte im Eigeninteresse der Unternehmer leichter reparierbar designt. Und wenn der Zugang zu Ersatzteilen und Anleitungen es erleichtert, Geräte selbst zu reparieren, erspart das sicherlich die ein oder andere Neuanschaffung. Bei der konkreten Ausgestaltung gibt es aber noch einige Fallstricke. So darf der Wunsch nach Reparatur nicht am zuständigen Ping-Pong zwischen Verkäufer und Hersteller scheitern. Außerdem sollten wir kleine Reparaturbetriebe nicht mit neuen Formularen und zusätzlicher Bürokratie überfrachten, sondern Bürokratie abbauen. Bisher habe ich das Wort Nachhaltigkeit vermieden, denn wir müssen aufpassen, nachhaltig nicht zu einem bloßen Füllwort verkommen zu lassen. Ein Adjektiv, das man halt irgendwie nennt, um grün zu erscheinen. Denn Nachhaltigkeit ist nicht bloß Öko, es ist auch das Prinzip der schwäbischen Hausfrau. Es ist die Erkenntnis, dass man nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben kann. Diese simple Erkenntnis hat diese Koalition verinnerlicht. Bei der Schuldenbremse wenden wir diese Erkenntnis bereits konsequent an. Mit ihr werden wir auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sinnvoll weiterentwickeln, um eine florierende Wirtschaft mit den Ressourcen zu schaffen, die wir haben. Vielen Dank. Das Wort hat Renate Künast für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war in weiten Teilen eine gute Debatte, aber an manchen Stellen war ich doch etwas frustriert. Wissen Sie, ach Gott, gibt es hier heute Hetero-Macho-Preise? Ich schlage sie vor. Ich will Ihnen auch sagen, weil ich krass auch frustriert bin, weil Frau Klöckner hat hier kein Wort gesagt, was Sie eigentlich wollen. Ich verstehe Sie eh nicht, weil ich jetzt lauter rede. Besorgen Sie sich Redezeit.
Frau Klöckner hat an dieser Stelle geschimpft und geschimpft. Ich weiß, Sie sind befreundet, Frau Konnemann, außer Frau Klöckner ist Ministerin, dann bekämpfen Sie sie. So. Frau Klöckner hat hier gemeckert ohne Ende und den Satz will ich nur noch loswerden und hat dann sogar noch das Landwirtschaftsministerium angegriffen wegen der Kantine. Dabei hat sie das Haus gebaut und weiß, es hat gar keine Kantine, meine Damen und Herren. Also so können wir nicht über die Zukunft Deutschlands reden. So können wir nicht über die Zukunft Deutschlands reden. Und ich will Ihnen sagen, mir reicht auch nicht, wenn wir hier an vielen Stellen lauter schöne Worte machen. Es reicht nicht, es nur verbal zu sagen. Und ich sage auch an meine Koalitionskollegen, es reicht auch nicht, im Jahr 2023 einen Wettbewerb der Ideen auszurufen und zu glauben, das würde uns in den nächsten 1, 2, 3 Jahren bis 2030 helfen. Ideen, die erst später kommen und später im Markt implementiert haben, die soll man alle haben. Aber Sie werden den Mut haben müssen, jetzt aktiv zu werden, meine Damen und Herren. Was wir brauchen in diesem Bereich ist, von Finanzen wird Steuern bis hin zu Agrarsubventionen, bis zu ökologisch schädlichen Subventionen. Wir brauchen den Mut, jetzt den Green Deal, den nehme ich mal als kurzen Begriff, endlich anzupacken. Wir brauchen einen Umbau der Agrar- und Ernährungssysteme, weil es geht bei Ernährung und im Welthunger, aber auch um die Frage, ob wir selber hier, ein Normalverdiener in Deutschland, in Zukunft sein Essen wird noch bezahlen können. Und da sage ich Ihnen, brauchen wir jetzt den Mut, tatsächlich umzusteuern, meine Damen und Herren. Nachhaltigkeit heißt ökonomisch, ökologisch und sozial. Ein besseres Wort gibt es gar nicht. Das Wort hat Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Halbzeit der Agenda 2030 fällt zusammen mit der Halbzeit der Ampelregierung. Und dem dient ja nicht zuletzt diese Debatte, zu fragen, wo sind die Fortschritte in dieser Legislaturperiode, wie ist der Stand des Fortkommens der Nachhaltigkeit in Deutschland. Ich will mich beziehen auf den Bereich des Klimaschutzes. Da haben Sie Maßnahmen vorangebracht zur Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien. Und wo das sinnvoll ist, haben wir es unterstützt. Und wo es sinnvoll ist, unterstützen wir es. Ich frage aber, wo ist jetzt das Solarpaket? Hat uns diese Woche beschäftigt, für März angekündigt. Streit in der Koalition. Niemand kann sagen, wann kommt das Solarpaket. Legen Sie es vor, nehmen Sie unsere Vorschläge auf, bringen Sie das voran. Ich fordere Sie auf. Bringen Sie die erneuerbaren Energien in der ganzen Breite voran. Wind und Sonne, ja, aber eben auch die Strategie für die Geothermie, die Strategie für die Wasserkraft. Und wo ist die Strategie, frage ich auch den Bundeslandwirtschaftsminister, für nachhaltige Bioenergie? Nicht immer mehr Vermeisung, sondern die Nutzung von Reststoffen, pflanzlichen Reststoffen, tierischen Reststoffen. Bringen Sie da was voran. Wir brauchen bei ehrgeizigen Zielen alle Potenziale, nicht die ständige Deckelung der Bioenergie. Alle Potenziale müssen auf den Tisch, müssen genutzt werden. Und dann, wir reden über Nachhaltigkeit. Und das will ich Ihnen wirklich sehr deutlich sagen. Ja, beim Klimaschutz brauchen wir Veränderung. Aber für diese Veränderung brauchen wir Akzeptanz. Vernachlässigen Sie die soziale Dimension nicht. Sie haben immer wieder beteuert beim Heizungsgesetz, wir beschließen beides zusammen. Die Regeln, die neuen Pflichten und die Förderung, die gehören zusammen, wir beschließen zusammen. Und was haben Sie gemacht? Sie haben die neuen Pflichten beschlossen und über die Förderung streiten Sie sich. Wir haben es diese Woche im Ausschuss erleben können. Und das, was auf dem Tisch liegt, Sie haben einmal die Heizungsförderung gekürzt, das, was auf dem Tisch liegt, wäre in ganz vielen Fällen keine bessere Förderung, sondern eine zusätzliche Kürzung. Das darf nicht das letzte Wort sein. Machen Sie die soziale Flanke, die Sie haben entstehen lassen, zu. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Akzeptanz. Dann wird gesagt, ja, wir haben Dinge gemeinsam vereinbart. Dazu gehört das Klimaschutzgesetz. Das haben Union, SPD und andere gemeinsam auf den Weg gebracht. Den Grünen war es nicht hart genug. Und jetzt will diese Bundesregierung, die eine Klimaregierung sein will das Klimaschutzgesetz aufweichen, sie will es entkernen. Und da geht es nicht um Flexibilität zwischen den Sektoren, die gab es vorher, die soll jetzt erleichtert werden. Es geht darum, dass wenn eine Lücke entsteht, dann gibt es jetzt die Pflicht, sofort nachzusteuern. Und die wollen Sie abschaffen. Das wäre kein Fortschritt. Das ist ein Rückschritt. Verhindern Sie es in den parlamentarischen Beratungen. Wir brauchen, um Wirtschaft und Klimaschutz voranzubringen, Technologien. Ich will es an einem Beispiel machen. Da brauchen wir die Wasserstoffinitiative, den Wasserstoffhochlauf.
Und da brauchen wir Europa. Wir brauchen eine europäische Wasserstoffunion. Und für Europa brauchen wir Deutschland und Frankreich. Aber statt deutsch-französischer Gemeinsamkeit gibt es deutsch-französischen Streit. Es gab einen Ministerrat im Januar. Da hat die Bundesregierung gesagt, wir setzen eine Arbeitsgruppe ein, die wird im April Ergebnisse vorlegen. Jetzt haben wir Oktober. Es gibt null Ergebnisse, null Fortschritt. Stattdessen Fischbrötchen in Hamburg. Aber Fischbrötchen ersetzen nicht eine gemeinsame Strategie. Das ist unsere Erwartung. Das ist unsere Erwartung. Da wird eine Regierungsklausur gemacht mit keinerlei Ergebnissen. Früher hat man gesagt, wenn Deutschland und Frankreich zusammenkommen, dann braucht es Ergebnisse. Man hat gemeinsame Strategien vorangebracht. Man hat Papiere gemacht. Und jetzt gab es eine Begegnung in Hamburg ohne politischen Anspruch. Das beschädigt die deutsch-französische Freundschaft, wie da vorgegangen wird, wie auch Olaf Scholz auftritt in Europa. Da gibt es diese Gemeinsamkeit nicht. Die brauchen wir aber, weil es der Schlüssel für den Fortschritt in Europa. Und das ist ein wichtiger Beitrag, um Nachhaltigkeit insgesamt voranzubringen. Da brauchen wir jetzt Ergebnisse, und die erwarten wir von Ihnen. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie herzlich. Ich komme ja ganz richtig zu den Fischbrötchen gerade. So fühlte ich mich gleich ganz wohl. Wir fahren fort. Mir wurde gesagt, dass schon eine Strenge in der Minutenzahl angedeutet wurde. Das werde ich jetzt natürlich auch durchhalten, denn wie Sie alle wissen, geht es heute bis 1.39 Uhr ungefähr. Und das wollen wir nicht noch stärker ausbauen. Die nächste Rednerin ist Isabel Cademattori für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, es ist sicherlich das richtige Signal, dass wir heute über Nachhaltigkeit debattieren, in einer Woche, in der es wieder so scheint, dass die Krisen uns überrollen. Und ich glaube, auch bei vielen Bürgerinnen und Bürgern das Gefühl entsteht, dass sie vor lauter Krisen gar nicht wissen, was sie sich zuerst, wem sie sich zuerst widmen sollen, welchem Thema. Und es bleibt dennoch festzuhalten, dass die Klimakrise und die daraus folgenden Handlungsfelder einfach nicht warten auf die Lösung anderer Krisen. Und deswegen ist es wichtig, auch in solchen Zeiten sich die Zeit zu nehmen, um über diese Themen ernsthaft zu sprechen. Eine gute Nachhaltigkeitsstrategie braucht natürlich auch ambitionierte Maßnahmen im Verkehrssektor. Denn wir wissen, Verkehr ist weltweit der zweitgrößte Verursacher von Treibhausgasen nach Energie- und Stromerzeugung. In Deutschland ist er für 20% aller Emissionen verantwortlich. Daher ist die Senkung der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich elementar für die Erreichung der Klimaziele und damit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Als Ampel haben wir uns vor 2 Jahren das klare Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor bis 2030 zu halbieren im Vergleich zu 2019. Große Ziele sind wichtig, aber es kommt natürlich auf die Umsetzung an. Die von der SPD geführte Ampelkoalition hat viele Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Verkehrswende klimagerecht, aber eben auch sozial voranzutreiben. Denn wir sind der festen Überzeugung, man kann die Menschen nicht Verhaltensänderungen abverlangen, wenn man ihnen auch nicht sozialgerechte Angebote dafür macht. Und diese Angebote zu schaffen, das war ein Schwerpunkt in den ersten 2 Jahren. Und ich denke, wir haben da auch eine ordentliche Bilanz vorgelegt. An erster Stelle ist hier natürlich das 49-Euro-Ticket zu nennen. Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets haben wir ein langfristiges, deutschlandweites, digitales, einfaches und bezahlbares Angebot geschaffen, um klimafreundlich mit dem ÖPNV zu fahren. Damit haben wir den ÖPNV für Millionen von Menschen attraktiver gemacht. 47% der Kundinnen und Kunden besitzen mit dem Deutschland-Ticket zum ersten Mal ein Abonnement im ÖPNV. 8% der Nutzerinnen und Nutzer haben vorher gar nicht den ÖPNV benutzt. Für viele bedeutet auch das 49-Euro-Ticket mehr als die Halbierung dessen, was bisher für Monatskarten gezahlt werden musste. Das ist sozialer Klimaschutz zum Anfassen, meine Damen und Herren. Und wir sind auch sicher und werden alles dafür tun, dieses Angebot zu verstetigen, auf Studierende noch auszuweiten und weitere Gruppen sukzessive. Ein ÖPNV ist aber nur so gut wie die Infrastruktur, auf die er fährt. Wir haben feststellen dürfen, dass nach vielen Jahren CSU-geführten Verkehrsministerium unsere Infrastruktur, insbesondere die Schiene, in einem absolut desolaten Zustand ist. Applaus
Wir investieren dafür, ja, und da wir jetzt einen guten Finanzminister und einen guten Verkehrsminister haben, investieren wir bis 2027 zusätzlich 40 Milliarden in die Bahninfrastruktur. 40 Milliarden für Bahninfrastruktur in einer Zeit, wo wir sparen müssen, haben wir hier eine klare Schwerpunktsetzung vorgenommen, damit sich die Zahl der Bahnreisenden bis 2030 verdoppeln kann, so wie wir es uns vorgenommen haben. Die Nachfrage, die fehlt nicht im Bahnsektor. Es wollen immer mehr Menschen Bahn fahren, aber das Angebot, das erleben wir alle hier, die wir viel mit der Bahn unterwegs sind tagtäglich, muss besser werden. Die Digitalisierung, die Elektrifizierung. Deshalb starten wir im nächsten Jahr mit der Sanierung der Hochleistungskorridore, die bis 2030 erhebliche Verbesserungen in der Schieneninfrastruktur bringen wird, sie zuverlässiger und pünktlicher machen wird. Auch im Schwerlastverkehr setzen wir Klimaschutz um. Wir werden mit der ambitionierten Umgestaltung der Maut und der CO2-Komponente auch hier die Anreize setzen, damit sich im Lieferverkehr, der einer der Hauptemittenten ist, auch der Antrieb, die Antriebswende realisieren lässt. Genauso wie wir unsere Regulatorik für die Elektromobilität so gestalten werden, dass in Zukunft E-Autofahren immer günstiger sein wird, als Verbrenner zu fahren. Wir sind also auf einem guten Weg. Wir werden diesen Weg fortschreiben, um unseren Beitrag auch zur Nachhaltigkeitsstrategie weiterhin zu leisten. Vielen Dank. Nächster Redner ist Mike Monczek für die AfD-Fraktion. Werte Präsidium, werte Kollegen, liebe Bürger vor den Bildschirmen, für die Bereiche Verkehr und Tourismus ist Nachhaltigkeit zur ideologisch leeren Worthülse geworden. Beispiel, gerade das 49-Euro-Ticket ist weder wirtschaftlich noch nachhaltig, Frau Kollegin Kadamatori. Der Verkehrsminister Wissing wird unsere Bürger, die Länder, unsere Landkreise und die kommunalen Betriebe mit den Kosten ab 24 einfach im Regen stehen lassen. Die Verkehrsunternehmen können jetzt weder vor noch nachhaltig, geschweige denn ökonomisch planen, Herr Müller. Im Klartext, unsere Verkehrs- und Tourismuswirtschaft braucht sofort günstige, verfügbare, langfristige Energiestabilität und Zuverlässigkeit. Wir brauchen für unsere Bürger und besonders im ländlichen Raum individuelle Mobilität, Technologieoffenheit für den Erhalt des Verbrennermotors und damit gerade für nachhaltige E-Fuels. Die Bürger in Bayern und Hessen haben ja letzten Sonntag gezeigt, was für unsere gemeinsame Zukunft wirklich nachhaltig ist, und das ist die Alternative für Deutschland. Die Bundesregierung redet von Maßnahmen in Deutschland mit weltweiten Wirkungen. Niemand folgt dieser politischen Planwirtschaft. Durch deutsche Nachhaltigkeit soll die ganze Welt genesen. Unsere Bürgerinteressen müssen für uns im Vordergrund stehen und nichts anderes. Nächstes Jahr wählen nicht nur wir in Sachsen mit unseren ganz eigenen besonderen Erfahrungen aus wahrer Nachhaltigkeit und Planwirtschaft. Durch die AfD werden hier politische Lösungen erreicht, und das wird nachhaltiger, als Sie sich jemals vorstellen können. Wir, die AfD-Fraktion, werden effektiv, aktiv und zielgerichtet die ökonomischen und politischen Verhältnisse nachhaltig in Deutschland verbessern. Denken Sie an meine Worte. Im Osten 89, die friedliche Revolution, wird 2024 erstmal richtig nachhaltig. Die AfD ist die Partei der politischen Nachhaltigkeit für unser deutsches Volk. Kommen Sie bitte zum Schluss. Liebe Bürger, seid schlau, wählt blau, Glück auf. Nächster Redner ist für die FDP-Fraktion Mohanad Al-Halak. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Gespenst geht um in Europa. Und anders als vor 150 Jahren wissen wir diesmal, mit diesem Gespenst umzugehen. Denn es ist das Gespenst der Wasserknappheit. Es ist ein Gespenst, das Millionen betrifft, weltweit. Es ist ein Gespenst, das Millionen vertreibt, weltweit.
Es ist ein Gespenst, man mag es ja gar nicht sagen, das uns auffordert, unseren Verstand, unsere Innovationskraft und unseren Markt zu nutzen. Denn selbst Gespenster lernen dazu, zum Beispiel in dem Punkt, dass wir in Deutschland noch auf einer Insel der Glücklichen leben, dass es nicht selbstverständlich ist, haben uns Dürre und halb ausgetrocknete Flüsse der vergangenen Jahre gezeigt. Doch insgesamt sind wir noch ein reiches Land, wenn es ums Wasser geht. Und dieser Vorteil muss uns antreiben, unser Wissen um die nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser zu stärken. Denn dieses Wissen ist eine Ressource an sich. Und deswegen ist es auch zwingend notwendig, dass wir frühzeitig junge Menschen bilden, dass wir innovative Technologien in der Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Industrie als Know-how für die Zukunft begreifen. Denn wenn es in diesem Land an einem nicht mangeln darf, dann sind es Innovation und Ideen und am politischen Willen, diese Innovationen umzusetzen. Schon diese zwei Punkte, Landwirtschaft und Industrie, bieten enorme Chancen für die Landwirte in der nachhaltigen Umgang mit Wasser, sowieso eine zentrale Frage. Hier sind nachhaltigere Bewässerungstechniken oder die Wiederverwendung aufbereiteter Abwässer schon heute das Gebot der Stunde. Die Industrie benötigt ebenfalls viel Wasser, gerade auch zum Kühlen. Kühlwasser so zu reinigen, dass es schadstofffrei direkt wieder in den natürlichen Wasserkreislauf gehen kann. Die Chancen von neuen Systemen zum Wassermanagement sind bei uns in Deutschland groß. Enorm werden diese Chancen aber, wenn wir über den Tellerrand schauen. Und dafür brauchen wir nicht weit schauen. Denn viele unserer europäischen Freunde haben handfestere Probleme mit Dürre und sinkendem Grundwasser. Warum sollten Sie nicht mit unserem Know-how und Lösungen unserer Unternehmen eine nachhaltige Basis der Wassernutzung schaffen? Das ist doch eine Win-Win-Win-Situation. Europäische Freunde zufrieden, Wasserkreisläufe zufrieden, Wirtschaft zufrieden, Al-Hallaq ist zufrieden. Oder nehmen Sie das Thema Meerwasserentsalzungsanlagen, ein Potenzial, welches hierzulande nur marginal diskutiert wird. Dabei sind unsere Süßwasserquellen verschwindend gering. Das Wasser unserer Ozeane hingegen ist unerschöpflich. Und wenn wir diese Technologie auch noch energieneutral betreiben, dann ist das künftig kein marginales Thema mehr, sondern ein Gamechanger. So gehen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir in unserem Land der Tüftler und Denker den nachhaltigen Umgang mit der Ressource Wasser immer auch als Chance begreifen. Ich will sagen, wir werden künftig größer denken müssen, mutiger werden müssen. Denn kein Wasser, kein Grün, kein Wasser, keine Wirtschaft, keine Wirtschaft, keine Perspektive. Deswegen bin ich für einen europäischen Blue Deal. Für unsere private Haushalte, für unsere Wirtschaft, für den Zusammenhalt in der EU und für die Bekämpfung von Fluchtursachen, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte zum Schluss. Es geht um in Europa und der Welt. Und wir, meine Damen und Herren, sind die Ghostbusters. Also lassen Sie uns diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei Deutschland stärken. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Katharina Beck für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Nachhaltigkeit sei unklar zu definieren, das stimmt gar nicht. Nachhaltigkeit ist ganz klar eine Vision, die sich 193 Staaten gemeinsam 2015 gegeben haben. Das hat auch nichts mit Kommunismus zu tun, sondern das hat was mit einer schönen Zukunft zu tun. Und diese wunderschöne Vision der Menschheit, wo wirklich alle zusammengekommen sind und gerade in den heutigen Zeiten, wo wir Krieg in Europa haben, furchtbarste Angriffe der Hamas auf Israel, ist doch gerade
gerade dieses Zusammenstehen der Staatengemeinschaft, eine gemeinsame Vision zu haben mit 17 gemeinsamen Zielen, wovon Wasser, Herr Hallack hatte das gerade angesprochen, aber eins ist Klimaschutz, aber eben halt auch keine Armut zu haben mehr in dieser Welt, keinen Hunger mehr zu haben. Ist uns eigentlich klar, dass in dieser Welt heute immer noch ein Zehntel, jeder zehnte Mensch in absoluter Armut lebt, wo man auch fast nur noch auf die Idee kommen kann, zum Beispiel zu flüchten. Und gerade deswegen ist es doch so wichtig, dass wir international zusammenarbeiten, dass es an jedem Ort auf dieser Welt ein lebenswertes Leben möglich ist. Und was wir dafür auch brauchen, ist Geld. Es gibt eine Finanzierungslücke von weltweit ca. 4 Billionen US-Dollar. Und dieses Geld wird auch einen Return bringen, weil eben diese positive Entwicklung im Endeffekt für alle gut ist. Sowohl nachhaltiges Wirtschaften ist auch Teil davon. Aber wir müssen eben auch gucken, wenn wir das Thema Geld angucken, dass es in die richtige Richtung geht. Und wir leisten uns immer noch viel zu viele umweltschädliche Subventionen. Und da werden wir in den nächsten Wochen noch sehr stark für kämpfen, Monaten und Jahren, dass diese negativen Subventionen abgebaut werden. Und das ist einfach eine positive Vision, auch selbst Armut zu bekämpfen. Denn das ist mir auch noch mal ganz wichtig. In den sozialpolitischen Debatten kommt mir viel zu kurz, dass wir dadurch auch die Binnennachfrage stärken können. Nämlich wenn Menschen mit kleinen Geldbeuteln mehr Geld in der Tasche haben, dann wird das auch der Prosperität in diesem Land guttun. Herzlichen Dank. Und die nächste Rednerin ist Gitta Konnemann für die Fraktion CDU-CSU. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was ist nachhaltig? Das Elektroauto, der AKW-Nein-Danke-Aufkleber. Es klingt gut, aber tatsächlich ist die Klimabilanz eines Diesels heute kaum zu toppen. Und wer lieber Kohle verstromt, statt CO2-freie Kernenergie zu produzieren, hat mit dem Klima ohnehin nichts am Hut. Liebe Grüne, was ist also echte Nachhaltigkeit? Die Erfinderin der Nachhaltigkeit, übrigens die Forstwirtschaft, hat es auf den Punkt gebracht. Man darf nur so viel entnehmen, wie nachwächst. Die EU hat versucht, diese Nachhaltigkeit neu zu definieren mit der sogenannten Taxonomie. Gut gemeint ist aber schlecht gemacht. Man wollte die Kriterien für nachhaltige Investitionen definieren, aber man bekommt die Rückkehr zur Planwirtschaft und massive Probleme für die Finanzierung, gerade im Mittelstand. Die Bundesregierung schweigt oder enthält sich the German vote. Dabei ist es so leicht, wer echte Nachhaltigkeit sucht, findet diese im deutschen Mittelstand. Und genau darauf hat Frau Klöckner hingewiesen. Denn dieser lebt alle Nachhaltigkeitsprinzipien übrigens seit Generationen ohne politisch mahnenden Finger, und zwar wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Der Mittelstand übernimmt Verantwortung für Mitarbeiter, deren Familien, für das Dorf. Er nimmt Rücksicht auf die Umwelt und Ressourcen. Allerdings kann und will das nicht jeder sehen. Der Wirtschaftsminister ist mittelstandsblind. Er ist für Intel, aber gegen Entlastung für die Kleinen. Und Teile der Ampel führen nichts anderes als stete Regulierung im Schild. Auch dies war heute in der Debatte zu hören. Dabei ist jede Vorschrift Ausdruck von Misstrauen. Dabei hat der Mittelstand unseren Respekt verdient. Weniger Vorgaben, weniger Eingriffe, weniger Bürokratie, ein Belastungsmoratorium und Planungssicherheit. Wie ist es um die Planungssicherheit aktuell bestellt? Fehlanzeige. Dem Wohnungsbau wird über Nacht die KfW-Förderung für sparsame Neubauten genommen. In der deutschen Landwirtschaft wird die Fläche genommen, damit man dann Produkte aus dem Ausland importiert und. Dabei investiert der Mittelstand schon seit Jahren in den Klimaschutz und hat noch eine Mammutaufgabe vor sich. Kleine und mittlere Unternehmen müssen laut KfW jedes Jahr 60 Milliarden Euro investieren, um bis 2045 klimaneutral zu sein. Sie investieren trotzdem. Sie sorgen mit klugen Produkten, mit Technologien, mit Innovation für CO2-Änderungen. Aber was bringt's? Ein Spediteur in meiner Heimat
hat ein kluges Konzept aufgestellt, Wohnungen an allen Routen angemietet, damit die Fahrer in einer Wohnung schlafen können, der LKW aber nie steht. Er hat auf LNG umgestellt. Alles passte, aber dann, die LNG-Förderung wurde gekippt und jetzt droht ihm noch ein finanzieller Doppelschlag durch LKW-Mautexplosion und CO2-Verteuerung. LNG war nicht gewollt. E-LKWs sind nicht bezahlbar, Wasserstoff-LKWs nicht zu kaufen. Das ist Ideologie pur, aber nicht nachhaltig. Antriebswende pro Mahlzeit. Liebe Ampel, sehen Sie es endlich ein. Starke Wirtschaft und Klimaschutz sind kein Gegensatz. Sie gehören zusammen. Dafür brauchen wir aber echte Technologieoffenheit und Vertrauen. Unser Mittelstand ist kein Gegner, sondern Verbündeter. Aber er braucht endlich ein Konzept, das ihn mitnimmt, bürokratisch entlastet, Unternehmergeist fordert und fördert, nicht unterdrückt und gängelt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Lassen Sie unseren Mittelstand einfach arbeiten, und zwar nicht an Nachhaltigkeitsberichten, Ökoberichten oder Lieferkettenprüfberichten, sondern für die Zukunft. Der nächste Redner ist Bernd Westphal für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist eine wichtige Debatte, die heute hier im Zentrum steht. Nachhaltigkeit ist etwas, wo es um die Lebensgrundlagen der Menschheit geht. Und schon vor über 50 Jahren hat der Club of Rome einen Bericht veröffentlicht, der mit dem Titel Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat, dass die Menschheit mit ihren Ressourcen anders umgehen muss, weil es eben nicht mehr für alle reicht. Und das bringt soziale Schieflagen, das bringt Verteilungskämpfe. Es ist aber auch ökologisch schädlich für diesen Planeten. Und deshalb ist es richtig, dass sich Bundesregierungen auf den Weg machen, dass wir hier in diesem Parlament einen politischen, parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung haben. Ich habe dem zwei Legislaturperioden angehört und fand die Debatten parteiübergreifend immer sehr klug und verantwortungsvoll geführt. Und lieber Andreas Jung von der CDU, ich glaube, wir haben schon niveauvoller diskutiert als über Fischbrötchen. Wir sollten diese Themen ernst nehmen, die uns hier beschäftigen, weil wir eine gemeinsame Verantwortung haben. Und wenn man das mal sieht, welche Folgen das global hat, im September 2015, wo sich die Weltgemeinschaft auf der Ebene der Vereinten Nationen zu 17 Zielen, Nachhaltigkeitszielen verständigt hat und im gleichen Jahr, im Dezember 2015 in Paris, das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet wurde, weil das größte Problem der Menschheit ist der vom Menschen gemachte Klimawandel. Und deshalb ist es wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft dort auf den Weg gemacht hat und nicht, Frau Konnemann, um irgendwelche Unternehmen zu gängeln, sondern um klare Regeln zu vereinbaren. Und die werden national jetzt verantwortungspolitisch auch umgesetzt. Wenn man sich das mal anguckt, was die Europäische Zentralbank erst kürzlich in einem Bericht veröffentlicht hat, in dem sie eine Risikobewertung gemacht hat, was das bedeutet, wenn wir verzögern, wenn wir verschieben, wenn wir sagen, aber es geht nicht, dann werden diese Investitionen ein Kreditausfallrisiko bringen, wenn wir das nicht jetzt machen, sondern in die Zukunft verschieben. Es darf jetzt keinen Aufschub mehr geben. Das ganze Zögern können wir uns weder ökologisch noch wirtschaftlich und schon gar nicht sozial erlauben. Mit den Technologien, mit den Innovationen, die in den Unternehmen entwickelt werden, wo Wissenschaftler, Forschung und Entwicklung in den Universitäten, wo Start-up-Unternehmen, aber auch innovative Handwerksbetriebe, Mittelstand, Industrie Lösungen entwickeln, die uns helfen, diese Probleme zu lösen. Das heißt, die Industrie und Mittelstand und alle, die dort beschäftigt sind, tüfteln daran, wie es gelingt, mit Ressourcen vernünftig umzugehen. Mein Vorredner eben hat gesagt, das Wasserproblem, wie man damit umgeht, wie man Recycling machen kann, wie wir Kreislaufwirtschaft machen, wie wir Dinge wieder reparieren und nicht wegschmeißen können. Das sind alles Initiativen, die sehr, sehr viel Mut machen. Und letzter Punkt, den ich ansprechen will, weil viele von der AfD hier sagen, es ist alles Unsinn, wir würden die Leute belasten. Wenn ich mir mal angucke, welche Projekte
vom Deutschen Rat für nachhaltige Entwicklung jedes Jahr ausgezeichnet werden, in Schulen, in Kommunen, wo Gemeinde, Ortsräte sich darum kümmern, wie unsere Kommune sich zukunftsfähig aufstellen kann, wie Unternehmen, Verbände mit klugen Ideen sehr erfrischend und sehr motiviert an dieses Thema rangehen, dann ist mir da nicht bange, dass dieses Thema eine größere Relevanz kriegt und viele Menschen das in unserem Land auch schon eingesehen haben und längst unterwegs sind. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Mark Jongen für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nachhaltigkeit ist ein Begriff aus der sächsischen Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts. Nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als sich im gleichen Zeitraum neu bilden. Ein urkonservatives Prinzip, das durchaus geeignet wäre, die Schattenseite der modernen Wachstumswirtschaft, nämlich den bedrohlich steigenden Ressourcenverbrauch, in den Griff zu bekommen und den Wohlstand und eine intakte Natur auch für künftige Generationen zu bewahren. Leider sind aber Nachhaltigkeitsdiskurs und Politik in die Hände von linken Sozialingenieuren geraten und dadurch gründlich verdorben worden. Die vorsichtige Weisheit der Nachhaltigkeit wurde in eine aggressive Hypermoral umgebogen, die direkt oder indirekt auf Enteignungen unseres nationalen, aber auch privaten Vermögens hinarbeitet. Du wirst nichts mehr besitzen, aber glücklich sein, tönt es aus Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum. Und schulden wir nicht dem Klimaflüchtling unseren Wohlstand im Namen globaler und historischer Gerechtigkeit? Das Narrenschiff der sozialistischen Utopie segelt heute unter der Flagge der Nachhaltigkeit. Alle linken Lieblingsideen werden diesem missbrauchten Begriff untergeschoben. So werden Gleichstellungs- und Genderpolitik von unserem Bildungsministerium als Nachhaltigkeitsmaßnahmen eingestuft. Und laut nationalem Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen Studenten zu Change Agents im Dienst der großen Transformation erzogen werden. Nie war Friedrich von Hayeks Warnung vor der verhängnisvollen Wissensanmaßung des Sozialismus aktueller als heute. Jede Planwirtschaft, wusste er, muss scheitern, weil prinzipiell kein ökonomisches Modell der Komplexität der Wirklichkeit gerecht werden kann. Und um wie viel mehr muss Scheitern und Katastrophen herbeiführen, wer glaubt, das Weltklima und die totale globale Gerechtigkeit herbeiführen zu können? Das zu echter Nachhaltigkeit würde gehören, von solchem Planungswahn Abstand zu nehmen. Sie führen den Begriff Nachhaltigkeit zu Unrecht im Munde. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Professor Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Muss ich das bloß ein bisschen anpassen auf die Körpergröße. Das Thema Nachhaltigkeit, haben wir heute in dieser Debatte gesehen, hat drei verschiedene Dimensionen, sozial, ökologisch, ökonomisch. Und leider wird es immer wieder auch so betrachtet, dass diese drei Dimensionen nicht vereinbar scheinen. Aber lassen Sie mich als Hintergrund Volkswirt kurz erwähnen, wir können ökonomische Instrumente einsetzen, um genau das große Problem der Nachhaltigkeit letztendlich in den Griff zu bekommen, nämlich den Umgang mit knappen Ressourcen. Das heißt, wir brauchen Instrumente wie Wettbewerb, wir brauchen Instrumente wie Markt, um letztendlich den kosteneffizienten Umgang mit diesen knappen Ressourcen zu ermöglichen. Das ist die eine Seite der Nachhaltigkeit. Aber eine Voraussetzung für Nachhaltigkeit ist natürlich, dass wir Wissen haben um die Zusammenhänge. Zusammenhänge technologischer Natur, Ursache-Wirkungszusammenhänge. Und das bedeutet, wir brauchen entsprechend Forschungsaktivitäten, die dieses Wissen letztendlich generieren. Und um dieses Wissen dann auch zu vermitteln, brauchen wir Bildung. Und das bedeutet, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, und das ist bisher meines Erachtens nach etwas zu kurz gekommen, müssen wir betonen, dass wir Forschung voranbringen müssen, und zwar technologieoffen, weil keiner von uns weiß, welche Technologie in der Zukunft die richtige ist. Auch der Club of Rome war sich da nicht sicher, welche Technologie die richtige in der Zukunft ist.
Und das andere ist, dass wir junge Menschen brauchen, die bereit sind, sich mit diesen neuen Herausforderungen, so neu sind sie ja tatsächlich gar nicht, aber mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen wollen. Das bedeutet, wir brauchen auch eine stärkere Förderung des Willens, Fächer wie MINT zu studieren. Weil nur mit Technologiefächern werden wir das letztendlich erreichen. Und auch das ist etwas. Hier will niemand jemand etwas vorschreiben, was er sie zu studieren hat. Sondern wir müssen Optionen zeigen, wir müssen die Möglichkeiten aufzeigen. Und dann können wir letztendlich auch diese Widersprüche, diese scheinbare, überwinden. Weil es ist eben der Mittelstand, ja, der dazu beiträgt. Das braucht man dem Schwaben nicht sagen. Wir haben genug von Mittelständlern, die diese Lösungen erwirtschaften. Die brauchen gute Rahmenbedingungen. Aber wir brauchen eben auch in manchen Bereichen andere Unternehmensgrößen, die diese Ziele dann skaliert umsetzen und auch erreichen können. Und deswegen lassen Sie uns in dieser Nachhaltigkeitsdebatte weniger über Gegensätze reden, sondern lassen Sie uns schauen, wo können wir gemeinsam Dinge erreichen in Forschung, Bildung, Transfer. Und wir haben ja als Regierung schon Dinge auf den Weg gebracht, die jetzt auch noch heute diskutiert werden, sei es das Sprintfreiheitsgesetz, sei es DATI, sei es andere Instrumente der Innovationspolitik, die wir in den nächsten Wochen und Monaten diskutieren werden. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Die Grünen, Swantje Henrike Michaelsen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltige Mobilität ist ein großes Wort und eine riesige Aufgabe. Der Mobilitätssektor ist nach wie vor ein großes Sorgenkind beim Klimaschutz, aber auch beim Umwelt- und Gesundheitsschutz. Die Herausforderung ist auch deshalb so groß, weil Mobilität die Basis für Teilhabe ist. Und weil wir uns über die letzten Jahrzehnte an eine Form der Mobilität gewöhnt haben, die vermeintlich bequem, unabhängig und immer verfügbar ist. Allerdings, bei genauem Hinsehen, kommen uns Zweifel. Statt bequem erleben viele Menschen Ärger über Stau und Stress durch volle Straßen. Statt unabhängig fühlen sich viele Menschen vom Auto abhängig, fehlen ihnen doch im Alltag oft die Alternativen, weil der Bus nur zur Schule fährt und der Radweg an der Bundesstraße endet. Und immer verfügbar gilt nur für einen Teil der Bevölkerung. Der Autobesitz sinkt drastisch mit geringerem Einkommen. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland hat keinen Führerschein und ist damit von Automobilität als selbstständiger Form des Unterwegsseins ausgeschlossen. Damit ist die Verkehrswende auch eine soziale Verpflichtung. Und die Lösungen liegen auf der Hand. Wir müssen Bus und Bahn stärken und Rad- und Fußwege ausbauen. Viel mehr Menschen warten längst auf ein Angebot für Bus, Bahn oder Rad. Jede neue Busverbindung, jede neue Nachtzugverbindung und jeder neue Radweg werden begeistert begrüßt und sind kurz nach der Eröffnung ausgelastet. Das zeigt uns, viele Menschen nutzen die Alternativen, wenn wir sie ihnen anbieten. Lassen Sie uns also investieren. Lassen Sie uns also investieren in bessere Bus- und Bahnverbindungen. Lassen Sie uns investieren in attraktive Radwege. Und lassen Sie uns investieren in lebenswerte Städte und Gemeinden, in denen die alltäglichen Orte, Lebensmittelhandel oder Bücherei, Schule oder Sporthalle zu Fuß und mit dem Rad erreicht werden können und begrünte Straßen auch zum Verweilen einladen. Dann gewinnt nicht nur das Klima, sondern dann erhalten viel mehr Menschen die Möglichkeit, aktiv und nachhaltig unterwegs zu sein. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Johannes Steininger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Kollege Westphal, der jetzt ja gerade eben schon gegangen ist, hat uns gerade eben in der Debatte angegriffen. Wir würden diese Debatte nicht ernst nehmen. Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, was hier in den letzten 40 Minuten auf der Regierungsbank war. Halb leer, kein einziger Minister in dieser wichtigen Debatte. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, es scheint ja offensichtlich die Ampel-Bundesregierung zu sein, die diese Debatte nicht ernst nimmt. Und jetzt kommt hier der Zwischenruf, ja, es waren doch zwei Minister da.
Ja, es waren zwei Minister da, zwei Minister der Grünen. Offensichtlich ist Nachhaltigkeit in dieser Bundesregierung nur ein Thema der Grünen. Wo waren eigentlich die anderen Minister in dieser Debatte? Ja, wir haben diese Debatte mal in der Großen Koalition eingeführt, auch als Reaktion auf die Proteste auf den Straßen, die vorhin erwähnt worden sind, dass sich die Bundesregierung anhört, was das Parlament in Klimaschutz und in Nachhaltigkeitsfragen zu sagen hat. Und dass das so ist, ist einfach nur ein Armutszeugnis und geht so auch nicht. Jetzt wird gefragt, ja, was haben wir zu sagen? Eine nachhaltige Steuer-, Finanz- und Wirtschaftspolitik ist die Basis all dessen, was wir hier heute diskutiert haben. Denn wenn wir nicht ordentlich mit den Finanzen umgehen, dann können all die Wünsche, die von vielen Kolleginnen und Kollegen hier heute adressiert worden sind, eben nicht gemacht werden. Dann kann es zu keiner Nachhaltigkeit kommen. Und deswegen ist es gut, dass in den 16 Jahren der unionsgeführten Bundesregierung die Union immer darauf geachtet hat, dass die Finanzen in guten Händen sind, dass wir die schwarze Null haben da schreit die politische Linke, ich freue mich sehr. Es war gut, dass wir Ihnen nicht gefolgt sind. Sie, die Grünen, die SPD, die Linken, Sie waren es ja, Stichwort Modern Monetary Theory, die gesagt haben, Schulden sind was Gutes, wer keine Schulden macht, ist blöd. Ich sage Ihnen eins, wenn wir auf Sie gehört hätten, dann hätten wir ein riesengroßes Problem jetzt noch im Haushalt. Uns wird der Haushalt komplett um die Ohren fliegen. Wir haben jetzt schon eine Verzehnfachung der Zinskosten. Es wäre noch viel schlimmer, wenn wir auf Sie gehört hätten an dieser Stelle. Und der zweite Punkt, wir brauchen auf der Einnahmenseite aber auch eine starke Wirtschaft. Wir brauchen die Steuereinnahmen von guten Arbeitsplätzen, aber auch von Unternehmen, die hier gutes Geld in unserem Land verdienen. Und da habe ich schon eine große Sorge. Wenn man in den Wahlkreisen unterwegs ist, dann sieht man, die Kipppunkte sind für viele Unternehmen schon erreicht. Die schleichende Deindustrialisierung in unserem Land findet statt. Das Ganze aufgrund von hohen Energiepreisen, die das Problem sind. Und diese Ampel findet einfach kein Mittel dagegen. Man muss es so klar sagen, statt für wettbewerbsfähige Strompreise zu sorgen, zieht die Ampel dem Mittelstand den Stecker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dann wird immer gesagt, das haben einige Kollegen von Ihnen in der Debatte auch gemacht, wir müssen Vorbild sein als Deutschland. Ja, es stimmt, aber derzeit ist es anders. Meine sehr geehrten Damen und Herren, niemand auf der Welt sieht Deutschland derzeit als leuchtendes Vorbild. Die Wirtschafts- und Energiepolitik der Ampel ist eher ein abschreckendes Beispiel. In diesem Sinne mehr Ernsthaftigkeit in dieser Diskussion, sowohl bei Ihnen, aber auch auf der Regierungsbank. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin ist Sonja Eichwede für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen. Die Nachhaltigkeitsziele sind wichtig. Sie sind eine wichtige Richtschnur für unsere gesamte Politik und für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und weltweit. Die Nachhaltigkeit der Rechtsordnung, der Rechtsetzung und der Durchsetzung des Rechts ist auch fundamental für die Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass auch dies in den 17 Nachhaltigkeitszielen in Nummer 16 verankert ist. Lassen Sie mich hier über zwei wichtige Beispiele sprechen, die Umweltkriminalität und den Verbraucherschutz. Zur Stärkung der Nachhaltigkeit bei uns in Deutschland, aber auch weltweit, müssen wir konsequent gegen Umweltkriminalität vorgehen. Organisierte Kriminalität ist seit Jahren weltweit eines der am schnellsten wachsenden Probleme der Umweltkriminalität. Das sehen wir nicht nur durch Müllkippen in unseren Wahlkreisen, sondern unter anderem auch im Bereich des Handels mit Wildarten, der Müllentsorgung oder eben bis hin zum illegalen Holzeinschlag. Auf der Liste der organisierten Kriminalität hat die Umweltkriminalität den Bereich des Menschenhandels
überholt und steht nach dem Drogenhandel und der Warenfälschung auf Platz 3 der Liste der am meisten auftretenden organisierten Kriminalität mit einem Umsatz von 150 bis zu 288 Milliarden US-Dollar. Dieser Anstieg des hohen Gewinns in Kombination mit geringer Strafverfolgung ist ein sehr, sehr großes Problem, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Es wirkt als Brandbeschleuniger für den Klimawandel und für den hier in dieser Debatte auch schon sehr verhofft angesprochenen Artenschutz, das Artensterben, das wir haben. Im Sinne der Nachhaltigkeit müssen wir deswegen konsequenter auch gegen diese Kriminalität vorgehen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass Nancy Faeser als Bundesinnenministerin im vergangenen Jahr beim BKA eine Stabsstelle gegen Umweltkriminalität eingerichtet hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen aber auch das Strafrecht anpassen. Damit sich Umweltkriminalität nicht lohnt, müssen Gewinne daraus besser ermittelt und abgeschöpft werden können. Und wir brauchen ein effektives Unternehmenssanktionsrecht, denn die redlichen Unternehmen müssen doch einen fairen Wettbewerb haben, die sich gut um die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz, den Klimaschutz in unserer Gesellschaft kümmern, brauchen einen fairen Wettbewerb gegenüber denjenigen, die unsere Regelungen brechen. Hier brauchen wir ein Unternehmenssanktionsrecht, Kolleginnen und Kollegen. Ein erheblicher Teil der Rechtspolitik beschäftigt sich aber auch mit dem Ausgleich der Interessen verschiedener Wirtschaftsteilnehmer. Ganz besonders deutlich wird das bei dem Verbraucherrecht. Ich spreche bewusst nicht von Verbraucherschutz, sondern Verbraucherrecht, denn Verbraucherpolitik ist mehr als ein Schutz. Sie hat die Aufgabe, auch unser Zusammenleben nachhaltig zu gestalten. Verbraucherrechte sind Hebel, die ein Wirtschaften für alle Akteure in unserer Gesellschaft auf Augenhöhe herstellen sollen. Wenn Verbraucherrechte klug gemacht sind, können sie Leitplanken für ökologisches und nachhaltiges Wirtschaften sein. Dabei ist fundamental, dass die Dauer der Gewährleistungsfrist ein effizienter Hebel ist, um langlebige Produkte zu fördern. Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern eben auch die Umwelt, das Klima und die Ressourcen in unserem Land und weltweit. Deshalb haben wir als Ampel vereinbart, langlebige Güter eine flexible Gewährleistungsdauer einzuführen, nach dem, was die Hersteller hinsichtlich der Lebenszeit der Produkte bestimmen. Dadurch schaffen wir einen wirtschaftlichen Anreiz für langlebigere Produkte. Und zudem müssen für ein nachhaltiges Wirtschaften eben auch bei bewusstem Konsum langlebige Produkte in unserer Gesellschaft der Fall sein. Deshalb brauchen wir auch eine Reparierbarkeit von Produkten und ein Recht auf Reparatur eben für die Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft und in unserem Zusammenleben. Vielen Dank. Carsten Hilse erhält das Wort für die AfD-Fraktion. Geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die Bundesregierung, im Moment nicht da, verstößt mit ihrer sogenannten Klimapolitik gegen das 7. Ziel der Agenda 2030, in dem gefordert wird, den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern. Die ideologisch motivierte Energiewende, die in Deutschland mit religiösem Eifer betrieben wird, konterkariert dieses Ziel, weil mit ihr die Energie teuer und unverlässlich wird. Sie zerstört unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlagen mit Vogelschreddern und Insektenfallen. Schaut man sich die Geschichte und Gegenwart Deutschlands an, drängt sich der Vergleich zum fiktiven Städtchen Schilder auf. Die Schildbürger galten, bevor sie sich zu Narren machten, als besonders klug. Auch Deutschland war einst eine Wiege von fortschrittlicher Technik, Kunst und Kultur. Es gab Zeiten, in denen die meisten wissenschaftlichen Abhandlungen weltweit in Deutsch verfasst wurden, in denen man beeindruckt von deutschem Erfindergeist auf Deutschland schaute. Auch heute noch gibt es in Deutschland großartige Wissenschaftler und Ingenieure, die großartige Erfindungen machen, deren Nutzbarkeit für die Menschen aber durch die Narren verhindert wird. Typische Beispiele in der Vergangenheit waren der Transrapid, der Kugelhaufenreaktor, der schnelle Brüter und andere geniale Erfindungen. In der Gegenwart ist es beispielsweise der Dual-Fluid-Reaktor, ein Kernreaktor, der absolut sicher ist, der Unmengen an Energie auf kleinstem Raum zur Verfügung stellen kann und dessen hochradioaktive Reststoffe nicht mehr in geologischen Zeiträumen gelagert werden müssen. Statt nun aber diese Spitzentechnologie in Deutschland zu entwickeln, werden die Erfinder von den Narren ins Ausland getrieben.
Nun versuchen die Narren mit der sogenannten Wasserstoffstrategie die sogenannte Energiewende zu retten. Dies ist vergleichbar mit dem wohl bekanntesten Streich der Schildbürger, ein Rathaus ohne Fenster zu bauen, woraufhin die Schildbürger versuchten, mit Eimern und Schüsseln das Licht ins Rathaus zu tragen. Dass die ganze Welt sich nun anbietet, uns die Schüsseln und Töpfe teuer zu verkaufen, ist verständlich. Das einzige Nachhaltige an Ihrer Politik ist der nachhaltige Schaden, den Sie Deutschland zufügen. Eine AfD-geführte Bundesregierung wird dieses Schildbürgertum beenden. Und im Übrigen bin ich der Meinung, der Grüne wählt hier den Krieg. Der nächste Redner ist Mike Außendorf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, wenn wir hier über die Nachhaltigkeitsstrategie reden, reden wir über nichts Geringeres als über den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Wenn wir über die Begrenzung der Klimakrise reden, über den Erhalt der Artenvielfalt, über globale Gerechtigkeit, dann reden wir über unsere natürlichen Lebensgrundlagen, über die Voraussetzungen für ein globales Miteinander in Freiheit und Frieden. Und um diese Ziele zu erreichen, braucht es auch eine Wirtschaft, die uns mit Waren und Dienstleistungen versorgt, sichere und gute Arbeitsplätze schafft und nicht zuletzt auch die Steuermittel erwirtschaftet, mit denen wir unsere Demokratie und staatlichen Leistungen finanzieren. Und genau deswegen ist es so elementar, dass wir die Wirtschaft dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, nachhaltig und klimaneutral, um auch zukünftig unsere Lebensgrundlagen im Sinne der Nachhaltigkeitsziele und im Sinne wirtschaftlicher Stabilität zu sichern. Und es ist schade, dass Frau Klöckner schon gegangen ist. Gestern hat sie ja auch hier geredet. Wir als Grüne, wir machen das. Wir haben gestern hier dargestellt, wie wir die Exportkreditfinanzierung reformieren wollen. Wir wollen nämlich keine Kohle- und Ölförderung mehr fördern. Sie von der Union, Sie fordern das beizubehalten. Und auf der anderen Seite wollen wir Technologie stärker fördern, die CO2-neutral ist. Und das wollen Sie nicht. Sie tun das Gegenteil von dem, was Sie hier vorgeben zu sein. Und Frau Konnemann, wenn Sie hier behaupten, wir hätten den Mittelstand nicht im Blick, dann würde ich Ihnen doch mal nahelegen, öfter mal im Wirtschaftsausschuss vorbeizukommen. Da haben wir nämlich viele Dinge beschlossen. Zum Beispiel haben wir die EEG-Umlage abgeschafft, eine Riesenentlastung für den Mittelstand. Wir haben es vereinfacht, selbst erzeugten Strom zu nutzen, eine Riesenentlastung für den Mittelstand. Viele weitere Programme haben wir und das BMWK auf den Weg gebracht. Schauen Sie sich mal an. Wir als Grüne Bundestagsfraktion, wir haben im März diesen Jahres einen Kongress zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausgerichtet, denn das ist auch ein Zukunftsthema. Mit digitaler Innovation lassen sich rund 30% der CO2-Emissionen in Deutschland einsparen. Ich habe leider keine Zeit mehr, die ganzen Details und Beispiele hier zu nennen. Ich komme zum Schluss. Jetzt müssen wir die Nachhaltigkeitsstrategie hier täglich im parlamentarischen Handeln umsetzen und nicht blockieren. Und ich fordere Sie auf, es mit den Lippenbekenntnissen sein zu lassen, stattdessen hier mit uns Gesetze zu machen, die Nachhaltigkeit und Klimaneutralität erzeugen. Die nächste Rednerin ist Astrid Dammerow für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Nachhaltigkeit oder die oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. So die Definition auf der Internetseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das bedeutet, wir müssen in Generationen und Zusammenhängen denken und wir müssen dabei auch über unseren eigenen Tellerrand ab und an hinausschauen. Ich finde es wichtig, dass wir uns hierbei aber auch nicht in völlig abstrakten Debatten verlieren. Meine Schwerpunktthemen, die Wasserpolitik, die Landwirtschafts- und Fischereipolitik, sind gute Indikatoren für Nachhaltigkeit. Deshalb möchte ich hier auf einige Punkte der aktuellen Bundespolitik eingehen. Wasser ist unsere wertvollste Ressource. Die Nutzungsansprüche haben sich jedoch stark verändert und Dürreperioden und Starkregenereignisse werden durch den fortschreitenden Klimawandel immer häufiger. Die Ansätze der nationalen Wasserstrategie sind deshalb durchaus richtig und auch wichtig. Aber ich möchte die Gelegenheit schon nutzen, die Bundesregierung zu fragen, wie weit sind Sie eigentlich mit der Umsetzung dieser Strategie? Wann legen Sie uns den notwendigen, übrigens ressortübergreifenden Finanzplan für den umfangreichen Maßnahmenkatalog vor? Denn auch das wäre ein Akt der Nachhaltigkeit.
Und denken Sie eigentlich bei weiteren Maßnahmen die Verfügbarkeit von Wasser wirklich immer mit? Zum Beispiel bei der zunehmenden Urbanisierung unseres Landes. Zum Beispiel bei der Energiewende. Ich nenne hier den Braunkohleausstieg. Oder bei neuen Industrieansiedlungen. Und denken Sie auch die Wasserverfügbarkeit bei der Weiterentwicklung unserer Landwirtschaft mit. Denn unserer Landwirtschaft haben wir es zu verdanken, dass es für uns selbstverständlich geworden ist, jederzeit ausreichend Essen zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir brauchen auch für die Zukunft innovative Systeme zur Wasserversorgung in unserer Landwirtschaft. Denn wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir in Zukunft noch mehr Obst und Gemüse importieren müssen. Und das, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist nun wirklich nicht nachhaltig. Zum Thema Ernährung gehört auch die landwirtschaftliche Tierhaltung. Hier ist die Novellierung des Tierschutzgesetzes angekündigt. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass Ihre Politik durchaus darauf abzielt, die Nutztierhaltung hier in unserem Land immer weiter zurückzudrängen. Das aber würde bedeuten, dass Tierhaltung in Länder mit deutlich niedrigeren Tierschutzstandards und Umweltstandards verlagert wird. Und die Menschen hören deshalb nicht auf, Fleisch zu essen. Und das würde dann bedeuten, dass wir noch mehr tierische Nahrungsmittel importieren. Und das hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun. Nachhaltige Wassernutzung zu erreichen, sehen Sie an diesen wenigen Beispielen, ist außerordentlich herausfordernd. Deshalb halte ich es auch für besonders wichtig, dass wir endlich zu einer klaren Priorisierung in der Wassernutzung kommen. Hier gehört natürlich, denke ich, Trinkwasser an die erste Stelle. Aber nahezu gleichwertig ist für mich auch die Wasserproduktion die Wassernutzung für die Nahrungsmittelproduktion. Die Landwirtschaft darf deshalb in öffentlichen Diskussionen nicht immer nur als Konkurrent in der Wassernutzung verstanden werden. Denn, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Landwirtschaft sichert unsere Ernährung und damit auch unser Wohlergehen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Tina Rudolph für die SPD-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die heutige Debatte hat ja schon gezeigt, dass Nachhaltigkeit nahezu überall eine Rolle spielt und spielen muss. Und dass deswegen der Rahmen, über den wir heute reden, auch ein sehr breiter ist. Angefangen von den internationalen Abkommen, die Ministerin Lemke in ihrer ersten Rede erwähnt hat, die zeigen, dass wir viele Fragen eben nicht alleine lösen können. Wo wir aber auch international bereits erfolgreich sind. Angefangen vom Verbot des FCKWs, was mittlerweile schon ein Stück zurückliegt, aber zu den aktuellen Debatten über Umweltabkommen, über ein Lieferkettengesetz und ja auch eine globale Mindestbesteuerung, wenn es um die soziale Dimension von Nachhaltigkeit geht. Wir liefern und wir können und wir kommen auch Schritte vorwärts. Und dann geht es aber auch um die lokale Dimension, vom Globalen bis zum Lokalen. Es geht um die Bildung. Es geht darum, auch Kindern und Jugendlichen deutlich zu machen, anhand von Projekten, wenn es um Blühstreifen, um Insektenhotels, Kindern und Jugendlichen begreiflich zu machen, welche Rolle Nachhaltigkeit einnimmt. Und ich möchte hier alle Schulen grüßen, die das im besonderen Maße tun. Zum Beispiel die staatliche Regelschule Thomas Münzer in Mila, die als eine von vielen Umwelt- und Nachhaltigkeitsschulen genau das tut. Und gleichzeitig wissen wir, ja, die Debatte um Nachhaltigkeit wird auch damit einhergehen, dass wir Anstrengungen unternehmen müssen, dass sich Gewohnheiten ändern werden und dass manchmal der Berg, den wir bewältigen müssen, einem schier sehr groß vorkommen kann, wenn es darum geht, die 1.700 Krankenhäuser, die wir in Deutschland haben und die 230.000 Sportstätten zum Beispiel klimaneutral umzugestalten, dass das viel sein kann und dass wir es aber schaffen müssen. Nicht für das Klima, nicht für den Planeten, sondern für uns, weil Klimaschutz, weil Nachhaltigkeit einen Einfluss auf unser Leben und auf unsere Gesundheit hat. Es geht nicht darum, das Klima oder den Planeten zu retten. Es geht darum, uns zu retten, meine Damen und Herren. Und hier müssen wir mehr Anstrengungen zu unternehmen. Lassen Sie es mich so deutlich sagen. Nachhaltigkeit, das ist kein Modewort, das ist kein Selbstzweck, sondern es geht um uns.
Und da kann man sich jetzt hinstellen und im Gesundheitsausschuss fordern, dass die Übersterblichkeit angeschaut werden soll. Und dann schafft man es offensichtlich nicht, in die Dokumente reinzugucken, die man da selber als Quellen anknüpft in solchen Anträgen, wo das Statistische Bundesamt, was da verlinkt ist, selber deutlich macht, woran diese Übersterblichkeit unter anderem liegt, nämlich daran, dass wir jeden Sommer mehr Hitzetote und Tote von den Folgen des Klimawandels zu beklagen haben. Was 8.000 in Deutschland waren, was 250.000 Menschen weltweit betrifft, was dafür sorgen wird, dass über 1 Milliarde Menschen sich in den nächsten 20 Jahren wahrscheinlich auf der Flucht befinden wird durch die Folgen des Klimawandels. Und hier, meine Damen und Herren, müssen wir es schaffen, etwas entgegenzusetzen. Das geht uns alle an, wenn schon nicht aus humanitären Gründen, dann, weil es auch um uns geht, weil es darum geht, dass wir diese Probleme gemeinschaftlich lösen müssen. Deswegen, das ist der eine große Punkt, weil ich viel noch über den Gesundheitssektor reden könnte und als bei diesem einen Punkt belassen möchte. Nachhaltigkeit ist kein Modewort. Nachhaltigkeit ist nichts, womit wir uns nicht beschäftigen können. Nachhaltigkeit geht uns alle an. Deswegen lassen Sie uns zusammenarbeiten für uns alle, für eine lebenswerte Zukunft. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Kai Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachhaltigkeit ist engstens verknüpft mit Chancen- und Generationengerechtigkeit und eben kein Elitenprojekt, wie Julia Klöckner behauptet hat. Laut UNESCO-Weltbildungsbericht 2023 besuchen über 200 Millionen Kinder zwischen 6 und 18 Jahren keine Schule. Über 200 Millionen Kinder, denen das SDG und Menschenrecht auf Bildung verwehrt bleiben. Das ist himmelschreiend ungerecht und muss sich dringend ändern. Bildung ist Chancengeber, Antrieb und Kompass für die Erreichung der SDGs. Darum darf Bildung auch in unserer heutigen Debatte nicht fehlen. Bildung befähigt, die Welt um uns herum zu verstehen und sie aktiv zu gestalten. Bessere Zugänge zu Bildung bekämpfen Kinderarmut und Kinderarbeit, verbessern Gesundheit und Wohlergehen, eröffnen Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung. Alle Menschen brauchen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status, Wohnort und Alter. Dafür müssen wir uns fraktionsübergreifend einsetzen. Wir müssen sicherstellen, dass unser Bildungssystem Future Skills vermittelt. Zukunftskompetenzen für das 21. Jahrhundert, wie Kooperation, Kreativität, kritisches Denken, soziale und digitale Skills. Sie helfen, Zukunft zu gestalten und Herausforderungen zu meistern. Die UNESCO führt über Future Skills eine sehr wichtige Debatte. Lassen Sie uns diese in den Parlamenten auch stärker aufgreifen. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss einen wichtigeren Platz in Schulen einnehmen und auch danach. Denn das SDG 4 fordert neben inklusiver, gerechter und hochwertiger Bildung für alle auch die Förderung des lebenslangen Lernens. In einer Welt im Wandel brauchen wir mehr Weiterbildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schaffen wir also eine nachhaltigere Zukunft für alle durch gerechteren, inklusiveren Zugang zu Bildung mittels Future Skills, Bildung für nachhaltige Entwicklung und lebenslangem Lernen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Volker Meyer-Ley für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer! Nicht das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass genau das auch bei Nachhaltigkeitsthemen auf internationaler Ebene das Credo der Ampel-Bundesregierung ist. Es gibt da das Nachhaltigkeitsziel Nummer 17. Das sieht vor, dass die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung gefördert wird. Ich kann von Partnerschaft aber leider ziemlich wenig spüren. Es ist nämlich keine Partnerschaft, wenn wir, Deutschland, die deutsche Bevölkerung, die Klimasünde der ganzen Welt auf unseren Schultern tragen sollen, meine Damen und Herren. Die Welt fällt immer mehr unter die Herrschaft absoluter Regime, denen Nachhaltigkeitsthemen wie das Weltklima tatsächlich völlig egal sind. Die gleiche Haltung haben auch Staaten, die jetzt ein der Bevölkerung gemachtes Aufstiegsversprechen einlösen wollen, durch neue Industriezweige, die meistens auf fossilen Energieträgern beruhen.
Nachhaltiges politisches Handeln würde an dieser Stelle bedeuten, gerade auch mit solchen schwierigen Staaten einen vertieften Dialog zu treten. Bei einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen müssen alle nach ihren Möglichkeiten einen Beitrag leisten, um eine gute Zukunft von Mensch, Natur und würdigen Lebensverhältnissen zu schaffen. Und dann wird immer erzählt, dass der Rest der Welt unserem guten Vorbild folgen würde. Aber was haben wir denn da bisher wirklich erreicht? Ich möchte das mal in den nächsten 10 Sekunden veranschaulichen. Alles okay? Ja, meine Damen und Herren, so viel haben wir gefühlt erreicht. So, genau so fühlt sich übrigens auch das Schweigen der Ampelregierung bei so vielen wichtigen Themen an, meine Damen und Herren. Eine aktuelle Zwischenbilanz bei den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen bis 2030 ist verheerend. Von den selbst gesteckten Zielen ist man Lichtjahre entfernt, und darüber können nationale Alleingänge Deutschlands nicht hinwegtäuschen. Die größten Nachhaltigkeitsdefizite finden nämlich in ganz anderen Teilen der Welt statt. Aber die Menschen haben langsam den Eindruck, dass die europäische und insbesondere die deutsche Bevölkerung für alles gerade stehen muss, was auf der Welt schiefläuft. Und andere Länder der Welt verpesten weiterhin fröhlich die Luft und nehmen gerne unseren freiwillig aufgegebenen wirtschaftlichen Spitzenplatz ein und belächeln uns verständnislos. Wo ist da die Nachhaltigkeit? Wo bleibt da ein zukunftsorientiertes Handeln? Wir reißen nicht andere mit, sondern wir schaffen uns selber ab. Das ist kein ganzheitlicher Ansatz, das ist die reinste Selbstaufgabe, meine Damen und Herren. Ja, das Erzählte reicht, nicht das Erreichte zählt. Denn international bei den ganz großen Emittenten wie beispielsweise China oder Indien haben wir 0, nichts erreicht. Jede Tonne CO2, die wir einsparen, wird dort im Jahr vielfach mehr zusätzlich produziert. Wir müssen jetzt noch mehr auch unser Engagement bei der Entwicklungshilfe, bei Hilfsgeldern aller Art, bei diplomatischen Beziehungen auch als Verhandlungsmasse einsetzen, damit wir nicht alleine einen Kampf führen, den wir alleine nicht gewinnen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nur ein wirtschaftlich starkes Deutschland wird genug Einfluss auf der Welt haben, um den Gedanken der Nachhaltigkeit, und zwar ökologisch, ökonomisch und sozial, verbreiten und dafür werben zu können. Ein sich selbst verzwergendes Land wird nicht mehr ernst genommen. Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie es gemerkt, ich bin nicht zufrieden, wie das hier läuft. Das Erzählte reicht mir nicht. Ich will, dass dieses Land, unser Land, etwas erreicht, und zwar national und global. Und dazu müssen wir auch unsere eigene Stärke erhalten und uns nicht selbst abschaffen. Vielen Dank. Herr Kollege, ich wollte mich nur entschuldigen. Ich wollte natürlich nicht Ihre Pointe irgendwie vermasseln. Aber wir haben hier ja auch schon andere Dinge erlebt, und ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie nach Luft ringen oder etwas. Also sehen Sie mir das nach. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion Armand Zorn. Geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! 620 Milliarden Euro. Laut einer Studie der KfW braucht es 620 Milliarden zusätzlichen Mitteln, um dafür zu sorgen, dass wir die Klimaneutralität bis 2035 in Deutschland erreichen. Und global geht es um 6,9 Billionen US-Dollar, die es braucht, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie merken, bei dem Thema Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Fragen die Frage der Finanzierung. Wie gelingt es uns, genug Ressourcen zu mobilisieren, um dafür zu sorgen, dass wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen werden? Und da gibt es zwei Hebel. Es gibt staatliche Hebel, es gibt auch private Hebel. Auf staatlicher Ebene bei uns in der Bundesrepublik Deutschland können wir sagen, dass die Bundesregierung derzeit alles Mögliche dafür tut, um dafür zu sorgen, dass mehr in Nachhaltigkeit investiert wird. Das geht über Steuerpolitik, das geht über den Haushalt. In den Haushalt dieses Jahr und auch in den letzten Jahren haben wir mit einem hohen Investitionsanteil dafür gesorgt, dass Geld in die richtige Richtung geht. Das geht aber auch auf staatlicher Ebene über eine Vorbildfunktion, über die Governance, dass der Staat selbst
ob das bei der Beschaffung ist, dafür sorgt, dass mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Ob das bei der Frage von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geht, auch dafür sorgt, dass es nachhaltig zugeht. Und ich kann stolz sagen, dass diese Ampelregierung dafür sorgt, dass der Staat hier seine Vorbildfunktion gerecht wird und so gut wie es geht mehr Mittel in Richtung Nachhaltigkeit verschiebt. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, die 620 Milliarden, die wir brauchen, werden nicht allein aus dem staatlichen Haushalt kommen können. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen, um zusätzliches Geld, zusätzliches Kapital aus der Privatwirtschaft, aus der Finanzwirtschaft mobilisieren zu können. Und da macht die Europäische Union schon richtige Schritte. Die ESG-Kriterien, die ESG-Berichterstattungskriterien sind zwar sehr schwierig, die sind sehr komplex, das müssen wir zugeben, aber sind der beste Weg, um dafür zu sorgen, dass wir die größtmögliche Transparenz über alle möglichen Risiken haben. Nicht nur die ökonomischen Risiken, nein, sondern auch die sozialen und die ökologischen Risiken. Weil das dauert nämlich nicht lange, bis die ökologischen und die sozialen Risiken auf der Bankbilanz tatsächlich dann zu ökonomischen Risiken werden. Deswegen ist es richtig, dass wir diesen Schritt gehen, mehr Daten sammeln und die größtmögliche Transparenz schaffen, um auch dafür zu sorgen, dass wir Nachhaltigkeit auch in der Privatwirtschaft vorantreiben können. Und ich will damit abschließen. Ein Punkt, woran wir noch arbeiten müssen. Ja, das ist richtig, dass wir mehr Mittel mobilisieren müssen. Es ist aber auch wichtig, dass wir den Weg dorthin stärker beschreiben. Das Bild wird immer klarer. Das Bild, wo wir hinwollen, wird immer klarer. Der Weg dorthin muss noch klarer werden. Das hat die Europäische Kommission erkannt. Das hat die Bundesregierung auch erkannt. Und deswegen werden wir mehr Transitionspläne brauchen. Deswegen werden wir mehr dafür sorgen müssen, dass wir beschreiben, wie wollen wir von fossilen Energien hin zu nachhaltigen Energien kommen? Wie wollen wir von Geschäftsmodellen, die heute vielleicht noch nicht nachhaltig sind, dahin kommen, dass sie in Zukunft nachhaltig sein werden? Wir sind da auf einem guten Weg. Und ich kann nur alle Fraktionen in diesem Haus einladen, damit zu machen. Und damit komme ich zum Schluss. Liebe AfD, wenn Sie gegen Migration sind, wenn Sie dafür sind, dass wenige Menschen nach Deutschland kommen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass mehr Länder in dieser Welt in der Lage sind, auch dafür zu sorgen, die Risiken, die entstehen, die Herausforderungen, die gerade entstehen, auch selbst zu lösen. Und die Frage von nachhaltigen Finanzen ist eine Frage, was wir gemeinschaftlich angehen müssen. Sie haben heute wieder bewiesen, dass Sie gar keine Lösung haben, sondern blanker Populismus ist das, was Sie tun können. Und damit werden Sie nichts erreichen, das auf freche Schwellen. Alle Fraktionen in diesem Haus werden dagegen kämpfen. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Katrin Henneberger für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Im Pariser Klimaabkommen von 2015 ist der Ausstieg aus den fossilen Energien nicht festgeschrieben. Aktuell erleben wir global sogar Neubau von fossiler Infrastruktur. Ein besonderes Beispiel ist hier die EACOP, die vom Konzern Total Energy gebaut wird und durch Uganda und Tansania führt. Für diese Pipeline werden 100.000 Menschen zwangsumgesiedelt. Ich war dort und habe mit den Betroffenen gesprochen. Das Erste, was sie mir erzählt haben, war, dass die Klimakrise bereits ihre Subsistenzlandwirtschaft gefährdet und dass die Pipeline nun ihre fruchtbaren Felder und ihre Dörfer bedrohen. Gleichzeitig werden sie und die Zivilgesellschaft bedroht. Erst vor kurzem wurden friedlich protestierende Studenten inhaftiert. Total Energy nimmt hier Menschenrechtsverletzungen billig in Kauf. Und vor einem Jahr haben wir im Deutschen Bundestag genau deswegen auch eine Erklärung dagegen beschlossen. Und das war ein sehr wichtiges Zeichen. Vielen Dank. Aber was können wir als Abgeordnete als Nächstes tun? Auf der Climate Summit vor kurzem in New York wurde eine neue Initiative diskutiert, die bereits auch von vielen Abgeordneten aus anderen Parlamenten, unter anderem aus Frankreich, auch aus Belgien, unterstützt wird. Ein globaler Vertrag mit dem Ziel, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen. A Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Mit Blick auf die nächste COP wird es sehr wichtig sein, dass diese Initiative von weiteren Abgeordneten unterstützt wird, auch aus diesem Hause. Und dafür möchte ich sehr werben. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir diskutieren die Nachhaltigkeit. Insgesamt reden wir aber für meine Geschmäcke heute ein bisschen zu viel drüber, wo wir noch gesetzliche Regelungen schaffen können, wo wir was verbieten müssen, um ans Ziel zu gelangen. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen mal über die Chancen sprechen, die uns Innovationen ermöglichen? Und ja, natürlich gibt es immer Befürworter und Skeptiker von neuen Technologien. Davon lebt ja auch der politische Diskurs. Mit neuen Technologien sind immer auch Versprechungen verbunden, immer auch Erwartungen verbunden. Und die Geschichte zeigt, nicht immer kann man die auch einhalten und einlösen. Aber trotzdem, das Scheitern gehört zur Forschung. Und viel wichtiger ist es doch, dass man erstmal ganz grundsätzlich offen ist für das, was an neuen Technologien auf uns zukommt und kommt. Und mir hat diese Offenheit heute gefehlt in der Debatte. Deshalb möchte ich klarstellen, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir ideologiefrei denken und wir dürfen auch keine Tabus haben, wenn es um das Nachdenken über neue Technologien geht. Weil ohne Innovationen, ohne diese neuen Technologien, werden wir zum Beispiel den Klimawandel ganz sicher nicht meistern können. Ohne Forschung wissen wir nicht, was wir brauchen, wir wissen nicht, wo wir es brauchen und vor allem wissen wir nicht, wie es funktioniert. Deshalb lassen Sie uns doch bitte in dieser Debatte auch endlich in der Öffentlichkeit eine Lanze brechen für Forschung und für Innovation. Und das habe ich bislang einzig und allein von einem Kollegen, seitdem gehört, vom Kollegen Seiter. Ich finde es schade, dass es nur ein Kollege war. Noch viel trauriger finde ich es, dass aus dem BMBF niemand dieses Thema für relevant genug angesehen hat, hier heute zu sprechen. Deswegen lassen Sie uns bitte endlich den Zukunftstechnologien der Forschung in Deutschland den Stellenwert geben, in der Debatte den Stellenwert geben, den sie verdient haben, weil Deutschland kann und Deutschland muss in dem Bereich einen großen Beitrag leisten. Wir haben hier eine unglaublich starke Forschungslandschaft, aber die müssen wir noch besser nutzen und wir brauchen dafür eben die politische Unterstützung, von der ich heute deutlich zu wenig gehört habe. Und das gilt insbesondere auch im wichtigen Bereich der neuen Züchtungstechnologien. Die bieten uns die Chance, dass wir Nahrungs- und Lebensmittel ressourcenarm herstellen, und zwar das auch unter schwierigsten klimatischen Bedingungen. Leider überwiegt in Teilen des Hauses Skepsis dazu, und ich finde es ehrlicherweise schon bemerkenswert. Bemerkenswert, dass der Bundeslandwirtschaftsminister sich heute in einer Debatte zur Nachhaltigkeit hier hinstellt und kein einziges Wort verliert zu diesen neuen Züchtungstechnologien. Deswegen die dringende Bitte gesprochen an die Kollegen und Kolleginnen aus der FDP. Machen Sie hier Ihrem Koalitionspartner bitte Druck, weil wir diesen Druck brauchen offensichtlich. Es kann nicht sein, dass sich Deutschland bei dieser wichtigen Frage am Ende auf europäischer Ebene enthalten muss. Und es geht aber halt auch nicht nur um Forschung und Innovation an sich. Nachhaltigkeit ist immer auch verbunden mit dem Thema Bildung. Und ich meine damit nicht nur die Chancengerechtigkeit oder die Tatsache, dass unsere Kinder lernen müssen, was nachhaltig bedeutet, wie man sich nachhaltig verhält, sondern wir müssen sie auch frühzeitig für technische Berufe begeistern, weil wir diesen Nachwuchs in dem technischen Bereich brauchen. Und das gilt für das Studium. Aber, und das möchte ich auch so deutlich sagen, ganz eindeutig auch für den Bereich der beruflichen Ausbildung. Und abschließend will ich feststellen, Innovation kann und darf nicht isoliert stattfinden. Unsere Verantwortung ist, dass wir hier die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Deshalb ist es das falsche Signal, gerade am Bildungs- und Forschungshaushalt zu sparen. Das ist die falsche Prioritätensetzung und zeigt, dass die Bundesregierung keine Lust auf Zukunft hat. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Dr. Franziska Kersten für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will diese sehr anregende Debatte mal ein bisschen erden und den Blick auf den Boden unter unseren Füßen bringen. Neben Wasser und Luft ist der Boden ein zentrales Element für unsere wirklich elementaren Lebensgrundlagen. Böden sind Grundlage für das Wachstum von Pflanzen und Pilzen und auch der wichtigste Filter für unser Grundwasser. Gesunde Böden sind entscheidend für unsere Umwelt, aber auch für eine Berufsgruppe, die in ganz direktem Zusammenhang mit dem Boden steht, unsere Landwirtinnen und Landwirte.
Nur mit guten Böden und ausreichend zur Verfügung stehenden Flächen können wir auch in Zukunft nachhaltig Lebensmittel produzieren und Ernährungssicherheit gewährleisten. Wir bekennen uns in der Nachhaltigkeitsstrategie deshalb zur Wiederherstellung und zur Erhaltung gesunder Böden. Das geschieht durch eine Vielzahl von Maßnahmen, von der Altlastensanierung über die Ackerbaustrategie, Dünge- und Pflanzenschutzrecht bis hin auch zur Reduzierung der Bodenversiegelung. Und wenn wir über Bodenversiegelung reden, müssen wir auch über das Thema Flächenverfügbarkeit reden. Fläche ist eine umkämpfte Ressource. Schauen Sie sich doch um. Wir wollen Flächen für Landwirtschaft, wollen Wohnraum schaffen, wir wollen neue Gewerbeeinheiten, wir wollen auch Innovationen wirklich stärken, wir wollen Windkraft- und Solaranlagen bauen, wir wollen auch die Netze aufbauen und wir wollen aber ebenso Naturflächen sichern, aufwerten und verbinden, Biotope verbinden, Moore wieder vernässen und Wälder schützen. Unser Ziel der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ist die Reduzierung des Flächenverbrauchs unter 30 Hektar pro Tag und bis 2030 und bis 2050 sogar ein Netto-Null. Der Koalitionsausschuss hat im März beschlossen, dass wir ein Flächenbedarfsgesetz irgendwie entwickeln wollen. Das wird aktuell doch verhandelt. Bei der wertvollen Ressource Fläche wollen wir nicht Kraut und Rüben, sondern Vernetzung von Biotopen und Wiederherstellung von wirklich gesunden Ökosystemen durch eine stärkere Steuerung der Eingriffsregelung. Jeder Eingriff in Natur und Landschaft muss kompensiert werden. Das passiert durch einen direkten Ausgleich am selben Ort, funktionaler Zusammenhang oder durch Ersatzkompensationen mit gleichwertigen Maßnahmen vor Ort, aber nur in Ausnahmefällen auch mit Ersatzgeld. Deshalb sind für mich folgende Punkte wichtig. Wir sollten das Flächenmanagement den gut funktionierenden Strukturen der gemeinnützigen Landgesellschaften und Flächenagenturen der Länder übergeben oder zumindest sie beteiligen. Und wir sollten die Flächen, die dem Bund gehören, also BIMA-Flächen und BVVG-Flächen, in einen Flächenpool machen. Das haben wir auch im Koalitionsvertrag so vereinbart. Und das sollte jetzt tatsächlich in dieses Gesetz reinkommen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine gute, vielseitige Agrarstruktur der Bauer aus dem Dorf erhalten bleiben. Ich plädiere also im Sinne der Nachhaltigkeit dafür, Themen Fläche aus Umwelt- und Agrarperspektive zu betrachten. Als Grundsatz wird gelten, jeder investierte Euro muss von Fläche begleitet sein. Vielen Dank. Johannes Wagner erhält das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Lassen Sie mich zu Beginn kurz etwas zu der Union sagen. Sie haben in der Debatte mehrfach das Wort Technologieoffenheit und auch Atomkraft benutzt. Ich möchte Ihnen was sagen. Wer bei Atom immer nur über CO2 spricht und nicht über Abbau, Endlagerung und die Risiken des Betriebs spricht, hat wohl bei Physik nicht aufgepasst und diese Technologie nicht verstanden. Und wenn Sie jetzt auf den Fusionsreaktor abzielen vielleicht, den gibt es noch nicht. Und ich bin ja durchaus ein sehr hoffnungsvoller Mensch, aber bei der Bekämpfung der Klimakrise die Hände in den Schoß zu legen und auf zukünftige Technologien zu warten, halte ich nicht nur für naiv, sondern für verantwortungslos den jungen Generationen gegenüber. Liebe Kolleginnen, liebe Zuschauende, eine lange Debatte und nach fast 3 Stunden lässt sich sagen, an großen Worten mangelt es uns hier in diesem Haus nicht. Aber wie kommt es, dass wir es trotzdem nicht schaffen, die eigenen Klimaziele einzuhalten? Der UN-Gipfel dazu hat uns vor kurzem sogar attestiert, wir machen sogar Rückschritte. Momentan haben wir 6 von 9 sogenannten planetaren Grenzen überschritten. Diese Grenzen zeigen an, wie viele Emissionen, wie viel Ressourcenverbrauch wir unserem Planeten zumuten können, ohne dauerhaft unsere Lebensräume zu zerstören. Würden alle Menschen so leben, wie wir es gerade in Deutschland tun, bräuchten wir eigentlich 3 Erden. Wir haben aber keine 3 Erden, wir haben nur eine Erde. Und die hat natürliche Grenzen, über die wir nicht hinauswachsen können. Unsere Wirtschaft braucht aber Wachstum, um zu funktionieren. Und deswegen müssen wir auch über Wachstum sprechen. Politische Debatten darüber führen aber oft zu großen Antikampagnen und dem politischen Misserfolg. Das muss sich ändern. Wir müssen darüber sprechen, wie wir im Einklang mit den planetaren Grenzen und trotzdem auch im Wohlstand leben können. Denn Nachhaltigkeit darf kein Luxusgut sein, was sich nur die Reichen leisten können. Lassen Sie mich das veranschaulichen. Ich werbe nicht dafür, Autos zu verbieten. Ich werbe dafür, dass wir Mobilität für alle ermöglichen, durch Carsharing, einen guten ÖPNV und sichere Radwege. Ich werbe auch nicht dafür,
dass wir unsere Wäsche wieder mit der Hand waschen. Ich werbe dafür, dass wir keine 500.000 Tonnen Klamotten jedes Jahr in den Müll werfen. Und ich werbe auch nicht dafür, dass wir Fleisch verbieten. Ich werbe dafür, keine 11 Millionen Tonnen gute Lebensmittel jedes Jahr in den Müll zu kippen. Meine Damen und Herren, wir brauchen dringend eine große gesellschaftliche Debatte darüber, ob es nicht genug ist, beispielsweise ein Auto zu mieten, eine Bohrmaschine auszuleihen oder eine Waschmaschine teilen zu können. Das sind nur einige einfache Beispiele, die aber zeigen sollen, dass ein Leben, ein gutes Leben, auch innerhalb der planetaren Grenzen möglich ist. Natürlich bedeutet das für viele erstmal eine Veränderung. Aber ganz ehrlich, Waldbrände und Überflutungen sind auch eine Veränderung, und zwar eine katastrophale. Denken wir nur ans Ahrtal. Die planetaren Grenzen konfrontieren uns mit der Frage, was ist genug? Ich habe mir vorgenommen, diese Frage mir häufiger zu stellen. Mir und auch den Menschen, denen ich begegne, die Antworten können uns vielleicht überraschen. Was ist genug, meine Damen und Herren? Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist Katharina dos Santos-Vinz für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zum Ende dieser Debatte unseren Blick noch mal auf einen Aspekt der Nachhaltigkeit lenken, der in dieser Debatte für mich ein bisschen zu kurz kam. Ich weiß, das sagt jeder über seinen Aspekt in der Debatte, aber trotzdem würde ich gerne über Digitalisierung sprechen. Denn Nachhaltigkeit ist viel mehr als Ressourcenschutz. Und das zeigen ja auch die 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, die SDGs. Es liegen enorme Chancen in einer nachhaltigen Digitalisierung. Sie hat das Potenzial, auch alle und jedes einzelne Ziel der SDGs zu unterstützen und zu beschleunigen. Diese Chance sollten wir unbedingt nutzen. Der digitale Wandel führt uns in neue Realitäten und Möglichkeiten. Insbesondere die rasanten Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz zeigen uns doch, Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung müssen konsequent zusammengeführt und vor allem auch ermöglicht werden. Und dazu sollten wir aus meiner Sicht vor allem zwei Punkte verfolgen. Erstens, digitale Technologien nachhaltig entwickeln und ausbauen. Was heißt das? Schon in der Entwicklung muss und wird ja auch schon oft Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Dabei müssen wir zu Methoden und Technologien greifen, die den Energie- und Ressourcenverbrauch digitaler Infrastrukturen reduzieren und, wenn möglich, die Wiederverwertung eingesetzter Produkte mit berücksichtigen. Und das heißt konkret, Nachhaltigkeit im Produktdesign berücksichtigen. Hardware ressourcenschonend produzieren, verpacken, recycelbar machen und den Produktlebenszyklus verlängern. Denn eine längere Nutzung von Produkten kann schließlich auch und nicht zuletzt auch unsere Abhängigkeit von Ressourcen mindern. Erst gestern wurde vom Verband der Internetwirtschaft, dem ECO, eine Studie präsentiert, welche die Potenziale digitaler Technologien zur Reduktion von CO2-Emissionen untersucht hat. Durch einen sogenannten digitalen Hebel können bis 2050 in Industrie, in urbanen und ländlichen Raum rund 20% des prognostizierten Schadstoffausstoßes eingespart werden. Rund die Hälfte zudem durch Einsparungen bei Datenspeicherung und Übertragung. Der größte Teil der Potenziale ergibt sich im Bereich Industrie durch den Einsatz von Smart Industry Systemen wie Augmented Reality, digitalen Zwillingen, Automatisierung und künstliche Intelligenz. Nicht zuletzt auch bei intelligenten Stromnetzen. Und deswegen nun mein zweiter Punkt. Wir brauchen digitale Kompetenzen. Digitale Kompetenzen aller Alters- und aller Ausbildungsstufen müssen wir besser fördern. Denn wenn auch fast jeder Mensch heute schon auf die ein oder andere Weise Teil der digitalen Welt ist, fehlt vielen ein grundlegendes Verständnis und grundlegendes Wissen über Datenschutz, Desinformation und darüber, auch wie ich mich vor Gefahren im Netz schützen kann. Insbesondere Kindern und Jugendlichen, aber auch älteren Menschen sind wir diesen Schutz schuldig. Und es verstört mich deswegen zutiefst, wenn ich in diesen Tagen höre, wie auf Handys von Schülerinnen und Schülern Videos von Morden und Gewalttaten der Hamas, unter anderem auch an Frauen und Kindern, kursieren. Die Sicherheit von digitalen Technologien, die das Individuum und seine Rechte schützen, ist die Vertrauensbasis
für nachhaltige Innovation. Vor allem auch Cybersicherheit ist für alle Akteure, nicht nur für die Wirtschaft, zentral. Denn nichts kann nachhaltig wachsen, wenn man es nicht schützt. Klar ist, digitale Technologien haben auch negative Auswirkungen. Bereits 2021 waren sie für 4% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, Tendenz steigend. Darüber hinaus sind auch negative Auswirkungen, die möchte ich nicht verschweigen, auf Demokratie, Menschenrechte, psychische Gesundheit und sozialen Zusammenhalt in den letzten Jahren deutlich geworden. Es ist aber daher nicht nur unsere Aufgabe, Rahmenbedingungen, Anreize und Impulse zu setzen, sondern konkret messbare und belastbare Kriterien zu definieren, mit denen man Nachhaltigkeit erreichen kann. Das gibt es mit den Digital Responsibility Goals zum Beispiel, die 7 Leitprinzipien für eine nachhaltige Zukunft benennen. Zum Punkte wie digitale Kompetenz, Cybersicherheit und auch menschliche Verantwortung. Und ich bin überzeugt, dass wir damit auch vorankommen werden, nämlich mit konkret messbaren und belastbaren Kriterien erreichen wir auch konkreten Fortschritt. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Herzlichen Dank. Der nächste Redner ist Adis Ahmetovic für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Heute sprechen wir schon seit fast 3 Stunden über die 6 Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Angesichts der aktuellen politischen Lage mag es den Anschein erwecken, dass diese Debatte nicht zur richtigen Zeit geführt wird. In einer schwierigen weltpolitischen Lage, in der zum Beispiel in Europa wieder Imperialismus und Krieg zurückgekehrt ist, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg. In der viele Bürgerinnen und Bürger mit den sozialen Folgen der Inflation ringen und in der zahlreiche Menschen in Deutschland verunsichert sind, nachvollziehbare Zukunftsängste haben. Sollten wir dann nicht lieber über diese Alltagsprobleme statt über Nachhaltigkeitsprinzipien sprechen? Meine Damen und Herren, es gibt spalterische und politische Kräfte in unserem Land, die bewusst daraus Widersprüche und Gegensätze machen. Ihnen geht es darum, Ängste zu verstärken, Lösungen zu verhindern. Aber umso wichtiger ist es, dass wir heute klar machen, dass auf der einen Seite die alltäglichen Herausforderungen da sind, sowie auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und der Schutz von Umwelt und Klima keine Entweder-Oder-Entscheidungen ist. Beide Dinge gehören zusammengedacht, um mit aller Ernsthaftigkeit die großen Herausforderungen der Zukunft anzupacken und zu lösen. Deshalb ist es richtig und gut, dass wir diese Debatte heute hier führen, meine Damen und Herren. Deutschland, wir sind der Motor innerhalb Europas. Dies geht einher mit Verantwortung, nicht nur für uns national, sondern europäisch und global. Unsere Außen- und Innenpolitik, Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit sind eng miteinander verzahnt. Eine nachhaltige Klimapolitik ist also auch eine Frage der nationalen Sicherheit und das Fundament sozialer Gerechtigkeit. Wir leben in einer globalisierten, vernetzten Welt. Krisen wie Kriege oder Pandemien machen niemals vor Ländergrenzen Halt und verstärken Alltagsprobleme vor Ort. Gleich verhält es sich auch mit Klimawandel als Konfliktursache und Treiber. Unruhen durch Ressourcenknappheit, Extremwetter, klimabedingte Flucht sind dabei nur ein paar Faktoren von vielen. Deshalb zählen wir als Deutschland mit zu den größten Förderern im Bereich der internationalen Klima- und Energiepolitik. Es geht dabei um effektiveren Klimaschutz und die Verbesserung von Lebensrealitäten und Bedingungen, insbesondere auch im globalen Süden. Kurzum, mit unserer globalen Verantwortung, die wir damit wahrnehmen, schaffen wir nicht nur neue multilaterale Bündnisse im Sinne von Frieden und Freiheit, sondern sorgen am Ende für sozialen Zusammenhalt, global, aber auch lokal, in unseren Städten, Gemeinden und unseren Nachbarschaften. Deshalb ist es gut und richtig, dass wir unser Land anpassen für den Klimaschutz, damit am Ende alle, nicht durch fossile, sondern durch erneuerbare Energien, daran mitwirken können, dass Klimaschutz nicht nur zu Akzeptanz führt, sondern zu einem Gewinn für alle. Wir lassen niemanden zurück. Am Ende soll Klimaschutz für alle einen Gewinn darstellen, meine Damen und Herren. Global, national, lokal. 1/3 meines Lebens habe ich hinter mir, 2/3 mindestens stehen noch vor mir. Deshalb habe ich nicht nur persönlich für Sie und für mich das Interesse, dass wir diese Ziele umsetzen, sondern vor allem für die nachstehenden und nachfolgenden Generationen. Lassen Sie uns deshalb mit aller Kraft daran arbeiten, den Klimaschutz voranzutreiben. Und immer, wenn ich spreche, wechselt die Präsidentin den Präsidenten. Sie haben jetzt gestern auch so wie heute auch. Herr Kollege, Sie können jetzt auch das Pult verlassen. Danke.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, will ich darauf hinweisen, dass nach der bisherigen Zeiteinteilung wir um 1.46 Uhr fertig wären. Das wird es mit mir, wie Sie wissen, nicht geben. Ich werde jetzt sorgfältig darauf achten, dass die Zeiten wirklich eingehalten werden. Und vielleicht können die Geschäftsführer jetzt schon mal darüber nachdenken, welche Reden sinnvollerweise nicht unbedingt gehalten werden müssen, um das Profil zu bilden. Herr Brinkhaus, Sie sind der Nächste. Also insofern. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, wir haben jetzt 3 Stunden Debatte hinter uns, haben jetzt, glaube ich, den dritten Präsidenten. Also die Debatte hat also schon ziemlich viel verschlissen. Das war gut und wichtig. Das war gut und wichtig. Ja, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt mal ganz ernsthaft. Ändert sich was durch diese Debatte? Hat sich was geändert? Wird sich was ändern durch diese Debatte? Und wenn wir ganz ehrlich sind, und das ist auch von Kollegen gesagt worden, leider nein. Nachhaltigkeit, und das gilt für diese Bundesregierung, das galt aber auch für die alte Bundesregierung, ist halt nicht das Kernprinzip der Politik. Und es ist halt nicht so, dass wir strategisch vorgehen, denn das würde bedeuten, dass wir heute auch viel, viel systematischer diskutieren würden. Und ja, wir haben eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die ist wichtig. Diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ist gut. Wir orientieren uns an 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die sind übrigens operationalisiert worden durch 75 Indikatoren, die jedes Jahr von Destatis gemessen werden. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt zu den Mitgliedern der Bundesregierung sprechen, wenn sie denn noch da wären. Wer steht denn morgens auf und sagt, also ich habe meine Nachhaltigkeitsziele noch nicht erreicht und jetzt müssen wir aber mal wirklich was tun? Denn da müssten wir hier im Bundestag auch anders diskutieren. Und jetzt könnte ich die Regierung dafür kritisieren und könnte sagen, na ja, okay, Staatssekretärsausschuss für Nachhaltigkeit galt auch für die vorherige Regierung, ist nicht Chefsache, ist irgendwo hinten und muss auch noch mitgemacht werden. Ich könnte sagen, dass Ihr Bericht, den Sie jetzt für die Agenda 2030 vorgelegt haben, sehr viel Prosa, wenig Messbares enthält, dass die sehr dünn ist, die Berichterstattung, dass wir auf wichtige Themen wie Migration, wie Ernährungssicherheit, Souveränität gegenüber China und anderen Ländern nicht eingehen. Aber ganz ehrlich, wenn das Parlament mit einem Finger auf die Regierung zeigt, zeigen 3 auf das Parlament zurück. Weil die Regierung macht das, was das Parlament sagt und wie der Rahmen gesetzt wird. Und da müssen wir uns selber als Deutscher Bundestag mal fragen, nehmen wir uns denn eigentlich noch ernst? Wir haben hier 2019 beschlossen, dass wir eine Nachhaltigkeits- und Klimawoche machen. Da sind jetzt 3 Stunden von übrig geblieben. Wir haben 2020 gesagt, dass wir Mitte der Legislaturperiode, dieser Legislaturperiode Wert darauf legen, dass wir ausführlich über die Erreichung der Agenda 2030 Ziele sprechen. Da sind jetzt 3 Stunden raus geworden. Nehmen wir uns da wirklich ernst. Wir haben einen Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und da wird sich wirklich Mühe gegeben. Aber ich gucke jetzt Herrn Klebank an. Die Wirkmächtigkeit dieses Beirates, die Kompetenzen dieses Beirates, die sind sehr, sehr, sehr übersichtlich. Und da müssen wir uns auch fragen, ist das richtig und gut? Ja, und dann gibt es die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Das Kernstück der Nachhaltigkeit in Deutschland. Wie gesagt, 17 Oberziele, 75 Einzelindikatoren. Und diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, die wird von der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Die wird von der Bundesregierung beschlossen, uns mal zur Kenntnis gegeben. Wir sind hier Zuschauer in der ganzen Sache. Diese deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wird von der Bundesregierung selbst gemessen und dann auch entsprechend in eine Berichterstattung hineingebracht. Und ich finde, meine Damen und Herren, bei all diesen schlechten Nachrichten gibt es auch eine gute Nachricht. Wir können das ändern. Wir können das ändern, indem wir die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie hier in den Deutschen Bundestag hineinziehen, indem wir hier in den Deutschen Bundestag über alle Ziele auch ausführlich und intensiv, so wie das teilweise auch gemacht worden ist, sprechen. Und dazu gehören Sachen wie Wasser, dazu gehören Sachen wie Boden und viele, viele andere Sachen, weil wir da manchmal in der Nachhaltigkeitsdiskussion viel zu eng sind auf den sicherlich sehr, sehr wichtigen Bereich Klima. Aber Nachhaltigkeit ist eben noch mehr. Wir können es uns als Deutscher Bundestag zurückholen. Und was gibt es denn Schöneres als Deutscher Bundestag, als sich über die Ziele, wie das Land auszusehen hat, auszutauschen, zu debattieren und zu beschließen? Und was ist denn eigentlich wichtiger, als dass wir das genau hier an dieser Stelle tun? Hier ist die Plattform, hier ist das Forum, wo Demokratie stattfindet. Nicht in irgendwelchen Staatssekretärsausschüssen, nicht in irgendwelchen Koalitionsausschüssen. Und deswegen meine ganz, ganz herzliche Bitte, lassen Sie uns die Nachhaltigkeitsstrategie zurück in den Bundestag holen. Lassen Sie uns leidenschaftlich darüber debattieren und lassen Sie uns das auch so machen, dass wir nicht eben nur an einigen Punkten punktuell 3 Stunden daran arbeiten, sondern dass wir da ein großes Ding draus machen. Und ich habe jetzt einen strengen Präsidenten gekriegt. Das ja, nee, jetzt auch wirklich Schluss. Gehen Sie. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Ja, genau. Ja, es macht keinen Sinn, dass Sie mit mir jetzt bilateral sprechen. Bitte, hören Sie jetzt auf. Danke schön. Und deswegen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der SPD-Abgeordnete Holger Mann.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich will gerade sagen nach Ihrem Wortbeitrag, Herr Brinkhaus, an alle demokratischen Fraktionen, danke für die Debattenbeiträge. Ich glaube, da ist doch gut und breit dargestellt worden, was wir für die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit, ökologisch, wirtschaftlich und sozial, gemeinsam bewegen, aber vor allen Dingen noch tun können. Und Sie hatten es gerade angedeutet, wir stehen leider vor einem Problem, nämlich dass diese drei Prinzipien, dieses Nachhaltigkeitsdreieck allzu oft in Konkurrenz steht oder in Konkurrenz gebracht wird. Und ich habe da noch ein beredtes Beispiel in der letzten Debatte um das Heizungsgesetz oder nennen wir es die Wärmewende. Und da habe ich so meine Zweifel, ob manche Worte, die gerade in der Debatte geäußert wurden, da so ernst genommen würden. Und deshalb will ich einer Hoffnung Ausdruck verleihen, die leitendes Prinzip für uns alle sein sollte und nicht nur ein Traum bleiben darf. Wir müssen lernen, gerade als Politik lernen, dass in all unseren Entscheidungen die Folgen für die zukünftigen Generationen mitgedacht werden. Wir müssen die zukünftigen Folgen unseres Handelns auf die natürlichen Lebensgrundlagen stärker berücksichtigen, auch wenn viele hier nur auf die nächste Legislatur blicken. Und jetzt darf man fragen, wie? Weil keiner von uns kann in die Glaskugel schauen, was kommt. Aber, das will ich auch mal ganz selbstbewusst hier sagen, wir haben in Deutschland die weltbeste Klima- und Klimafolgenforschung. Ebenso für Polar-, Meeresraumforschung oder Naturforschung. Es sind inzwischen Städte wie Bremerhaven, Kiel, Koblenz, Leipzig oder Offenbach, die weltweit die Hotspots für die Forschungscommunity zu Biodiversität, Klima- oder Wetterforschung darstellen. Und genau das haben wir in den letzten Jahren und auch in den letzten zwei Jahren über das BMWF und BMWK weiter gefördert. Die Strategieforschung für Nachhaltigkeit wurde in 8 Handlungsfeldern mit konkreten Maßnahmen untersetzt. Dafür bleibt hier jetzt leider nicht die Zeit. Aber wir haben auch in der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation mit der zweiten Mission Nachhaltigkeit ins Zentrum gestellt und arbeiten mit weiteren Missionen an der erfolgreichen sozialen und ökologischen Transformation. Und ein Beispiel im aktuellen Bundeshaushalt. Wir haben genau diese Forschung trotz schwieriger Haushaltslage um 100 Millionen aufgestockt. Und unsere exzellenten Wissenschaften und die Grundlagenforschung geben uns dadurch zunehmend belastbare Expertise, berechenbare Szenarien und zunehmend konkrete Handlungsempfehlungen. Davon konnte ich mich übrigens erst diese Woche wieder beim Netzwerk Erneuerbare Energien in ihrer Jahrestagung Resilientes Energiesystem überzeugen. Und ich empfehle allen, die Ergebnisse wahrzunehmen. Kurz, Science is beautiful und Wissenschaft ist Teil der Lösung. Und ja, auch Technologie ist die Lösung. Nur weil hier viele ein bisschen zu einseitig auf Technologie gesetzt haben, ein Gedanke noch. Nicht zuletzt, weil die AfD sich mehrfach am Erbe von Karl von Karlowitz vergangen hat und es geschändet hat. Und auch den Mythos vom deutschen Wald wieder bemühte. Ich bin im Erzgebirge aufgewachsen. Das wurde von Menschen geformt über Jahrhunderte, dieses Halt durch den Bergbau und vor allen Dingen Technologie, alleine bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts 80% der Waldfläche. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss. Herr Präsident, gleich. Karl von Karlowitz hat auf diese ökologische Katastrophe reagiert, indem er eine soziale Innovation eingeführt hat, nämlich die Wiederaufforstung. Denken Sie mal drüber nach. Vielen Dank. Ich wollte nur sagen, ich scherze nicht. Wenn ich sage, es ist jetzt zu Ende, dann ist es zu Ende. Das meine ich jetzt wirklich ernst. Und dann helfen mir auch bilaterale Gespräche nicht. Nächster Redner ist der fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren zu 6 Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, aber ich werde jetzt nur zu 3 was sagen. Erstens, natürliche Lebensgrundlagen schützen. Für Windparks werden Wälder abgeholzt, sauberes Erdgas durch dreckiges Frackinggas ersetzt, LNG-Terminals in Touristikgebieten errichtet, CO2-freie AKWs dicht gemacht, Kohlekraftwerke hochgefahren und der CO2-Ausstoß in Deutschland steigt. Nachhaltiges Wirtschaften, das genaue Gegenteil ist der Fall, die Pleitewelle rollt. Deutschland ist in der Rezession minus 0,5% dieses Jahr und die Bundesregierung treibt über CO2-Steuern und Lkw-Maut die Inflation immer weiter nach oben. Lachen Sie ruhig, Sie zeigen damit Sie von Wirtschaft, dass Sie gar nichts davon verstehen. Fakt ist, sozialer Zusammenhalt. Deutschland ist so tief gespalten wie nie angesichts wachsender Armut und Wohlstandsvernichtung und Arbeitsplatzabbau.
Deswegen sage ich, nachhaltig in Deutschland ist nur eins, dass die Ampel in schnellstmöglicher Zeit Deutschland, unser Land, immer mehr schädigt. Und da hilft nur eins, um zur Nachhaltigkeitsstrategie zu kommen. Die Ampel muss abgelöst werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Fahle. Letzte Rednerin der Debatte ist die Kollegin Sylvia Lehmann, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns die Debatte zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie würdevoll zu Ende bringen. Ich will mich gern bemühen und freue mich, einiges noch zu den landwirtschaftlichen Perspektiven sagen zu dürfen. Denn die Landwirtschaft hat im Schlechten wie im Guten noch ein hohes Transformationspotenzial. Die Abschlussberichte der Borchardt-Kommission und der Zukunftskommission Landwirtschaft geben uns hier klare Wege vor. Die Ziele sind ganz eindeutig: mehr Klimaschutz, mehr Tierschutz, mehr Nachhaltigkeit. 2022 haben wir die nationale Moorstrategie und in diesem Jahr das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz beschlossen. Auch beim Tierwohl hat sich mit der ersten verbindlichen Tierhaltungskennzeichnung einiges getan. Hier muss es allerdings weitergehen. Das nachhaltige System für die Pflanzen, die unsere Ernährung sichern, ist seit vielen Jahren durch Label wie Bio und Öko geschützt. Analog stellt die regenerative Landwirtschaft den Ackerboden ins Zentrum. Regenerative Landwirtschaft kann und sollte der zentrale Baustein für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung werden und Anreize schaffen für all diejenigen, die nicht auf Bio umsteigen können und wollen, sich aber auf den Weg in Richtung einer nachhaltigen Landwirtschaft begeben. Die einzelnen Maßnahmen der regenerativen Landwirtschaft sollten daher in der GAP und in ihrer Fortschreibung berücksichtigt werden, um unsere Böden noch zielgerichteter vor der Degradation zu schützen. Wie wichtig das ist, bestätigt auch die derzeitige Diskussion im Europäischen Agrarrat über die Richtlinie zur Bodengesundheit. Deren Hauptziel ist es, bis 2050 klimaresiliente und gesunde Böden in der EU zu schaffen. Da Bodengesundheit und Biodiversität einander bedingen, müssen sie auch zusammen gedacht werden. So wie in der Richtlinie sollte sich das auch in unserer Bundesgesetzgebung und in der Überarbeitung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wiederfinden. Denn klar ist, ein gesunder Boden liefert gesundes Futter und gesundes Essen. Auch im Bericht zum Transformationsbereich 5 der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme, der Anfang 2024 dem Bundeskabinett vorgelegt werden soll, müssen die genannten Themen ganz konkret eingearbeitet werden. Im Wald denken wir in Generationen. Neben den alten Buchenwäldern brauchen wir mehr Arten- und strukturreiche Mischwälder und wenn möglich eine Vergrößerung der Waldfläche. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Lehmann. Damit schließe ich die Aussprache. Ich will nur darauf hinweisen, für alle Redner, wenn es da vorne blinkt und Präsident steht, dann will ich nichts zu trinken haben, sondern das bedeutet, kommen Sie zum Ende. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 12a bis 12c, Beratung mehrerer Vorlagen der Fraktionen.